aber sagen, Hansl Bauer, das Gescheiteste war, wenn die ganze Wirtschaft der Teufel holen darf. Na, ist auch nichts davon. Aber meine Ruhe hätte. Das kannst du billiger auch haben. Ja. Übergib den Hof. Was hab ich noch? Deine Ruhe. Ja, und das Gnadenbrot. Naja, mein Lieber. Bei meiner Tochter hast du kein Gnadenbrot. Na, geh mal rauf. Du, eine bessere Schwiegertochter kriegst du nimmer. Hm. Jung ist sie, ja. Sauber ist sie, arbeiten kannst. Und der Holz hat's bei der Hütte. Ja, mein Lieber, jetzt mach ich mal Zeit, dass sie endlich einmal was rührt. Bei deiner Tochter? Na, bei dir. Also? Jetzt muss er mein Ente hergehen. Möchte wissen, wie ich droh bin. Wenn du sagst ja, dann sagst du wieder nein. Ich sag halt auch nein. Ja, warum sagst du auch zuerst ja? Ja, möchtest denn du als Witüber im Austragshäusl allein sein? Ja, nachher heirat halt noch einmal. Was? Nachher hast du keine Unterhaltung. Ja, mir weiß ja gerade schön genug. Wer meinst denn, wer mich noch heiratet? Ja, grad nur! Pass einmal auf, du hast ein Geld. Und wenn man ein Geld hat, dann braucht man nicht schön sein, nicht gesund sein, nicht gescheit sein. Da gibt's genug gestandene Weiber. Ich will aber keine abgestandene. Nachher nimm doch halt einen Junge, oder? Nur schwer. Nachher musst du allerdings Lustbarkeitssteuer zahlen. Aber das spielt ja bei dir keine Rolle. Nein, aber du. Ich zahl mir an die anderen Steuern genug. Der sagt, Barbara, krieg jetzt hier mein Bier heute noch. Das ist doch zum Teufel mit den Weibern. So, Mai, ich bin schon da. Ja. Da hast du jetzt dein Bier, gell? Okay? Ach, du, ja. Nein, Bauer, nicht so gar, nicht so gar. Das muss ich erst anwärmen, das ist nämlich eiskalt. Was? Und es gibt nichts Gefährlicheres als ein kalter Trunk in den erhitzten Magen. Mein Gott, dabei bin ich ja immer Durst. Bin ja so schon ganz verweckt bei der Hitze. Ja, das sieht man. Nein, Bauer, ich hab so viel Hitzen in mir, dass das Bier sofort kämpfen wird. Jetzt tut das Bier her. Oh! Seiten nochmal. Ja, pfui Teufel! Was denn? Das ist ja warm wie ein Froschweier. Mein Lieber, du musst ja 45 Grad Fieber haben. Na, nein, Bauer, das ist kein Fieber, das sind meine Hitzen. Ja, geh, schau, dass du zum Teufel kommst. Ja, das tue ich schon. Im Fegefeier bin ich nämlich schon. Ja. Du unterhältst dich mit dem Teufel auch öfters als mit dem Herrgott. Ah, geh weiter, bei so einer Weiberwirtschaft muss ich doch den Teufel holen. Geh weiter, die Barbara, die sorgt sich doch recht um die. Ja, der hier ist ja ein Kini, mein Lieber. Die darf sich so lang sorgen, bis sie versorgt wird. Du, die, war doch gleich was in der Austragshäusl rein, hä? Möchtest du mich unterbrechen? Ja, wo? Gehst du noch gut beieinander? Was? Ein Hitzen hat's auch. Ja. Du, da sparst dir im Winter einen Haufen Holz. Naja, wenn's auch kein neues Spielzeug mehr ist, aber bei dir kann es sein, dass es noch einen Ableger von dir gibt. Dann lieber lass mich auch vom Teufel holen. Das besorgt nachher schon die Barbara. Ja. Da hab ich gar keine Angst. Mhm. Also, was ist jetzt? Sind wir uns einig? Na, aufstehe gleich Hochzeit. Ich sag nicht ja und sag nicht nein. Was sagst du da? Das kann ich dir heute nicht sagen. Du, Vater, gib mir mal den Zündschlüssel vom Traktor. Was möchtest du heute noch mit dem Traktor? Ja, das Fassel mit dem Odel fahr ich noch schnell hinaus. Was? Das kann man doch bei der Hitze nicht stehen lassen. Da wird's gestinkert. Das hat doch die Straße heute schon rausgefahren. Nein, das ist nicht gut möglich. Was? Weil es noch draußen steht. Ja, Sie lesen, die wird doch nicht. Na, der spinnt ja Stange grad. Ja, das fällt jetzt schon gar nicht mehr auf. Na, Schwiegervater, wie steht's jetzt? Ah, oh, da wird was haben mit Schwiegervater. Ja. Tut der Vater noch nichts dergleichen zum Übergeben? Mein Lieber, das ist ein ganzer Dickschüttler, der. Allerweil ausziehen und vertrösten. Wenn's meinst, du hast ihn, nachher ist er dir schon wieder durch die Finger, wie ein Fisch. Mei, bis der mir übergibt, aber bin ich nicht mehr heiratsfähig. Na ja, wart nur, Magnus, den bearbeite ich schon so lang, bis er ans Tun wird. Na, das erlebst du nicht, dass mein Vater was zu tun wird. Wo ist denn die Stasi, dieses Regimentsrindfisch? Na, die muss jeden Augenblick mit der Besten vorkommen. Warum? Die fängt von mir eine, dass der Teufel holt. Jetzt hat er endlich wieder einen Grund, seinen Schutzpatron anzurufen. Ja, soll ich bei sowas vielleicht sagen, lieber Gott, ich danke dir. Ja, was hat's denn gegeben, Vater? Ja, was? Fahrt dieses Rindfisch nicht mit dem Wasserfassel zum Blumenkirsten auf die Wiesen aus und das Odelfassel lasst stehen bei der Hitze. Soll ich da nicht den Teufel reinfahren? Ja, der wird jetzt in den Odelfassel reinfahren, dass er recht stinkt und ich nachher kein Teufel mehr rühren kann. Ach, geh du mit deinen blöden Witzen, weißt du. Da kommt sie schon gerade. Stasi, geh mal rein da. Mein Lieber. Na geht, da kann doch die Stasi nichts dafür. Hättest du dir halt zuerst sagen sollen, was für ein Fassel nehmen soll. Ja, das sag ich auch. Ja, sag ich auch.
Der Teufel soll dich holen, wie es gehst und stehst. Das ist nichts Neues. Warum? Was ist denn los? Was hast denn du heute auf die Wiesen rausgefahren? Ein Odel, wie du mir angeschafft hast. Ein Dreck hast du rausgefahren. Na also, hab ich ja doch rausgefahren. Außerdem werde ich wissen, was ich rausgefahren habe. Nix weißt du. Weißt du, was du rausgefahren hast? Was denn? Das Wasserfassel, das du zu den Kierbringer hast sollen. Das Wasser? Ja. Sei froh, dass ich nicht einen Odel zu den Kier zum Saufen gebracht habe. Du musst nicht so blöd daherreden, du Haustipp. Moment einmal, gell? So, du fein mit mir ein bisschen sozialer reden. Was? Sonst werde ich nämlich landflüchtig. Geh zum Teufel. Da brauche ich nicht gehen, da bin ich schon. Aber nicht mehr lang, dass das weißt. Du oberbayerischer Tarzan. Das ist doch nicht zu fassen. So was musst du anhören, hä? Das haben wir schon wohl gehört. Tarzan, Herr des Dschungels. Ich mag jetzt nicht mehr. Weißt du, was machen wir? Morgen fahren wir in die Stadt zum Notar. Dann übergebe ich dir den Hof. Dann kannst dich du ärgern mit der Bande. Ja, das hast du aber schon oft gesagt. Und mir ist was draus geworden. Aber diesmal ist es mir ernst. Beim Notar habe ich schon alles geregelt. Brauchst nur noch unterschreiben, wenn du mit meinen Bedingungen einverstanden bist. Und der Teufel soll mich holen, wenn es nicht wahr ist. Vater, du kriegst von mir einen Austrag, dass du dich überall damit sehen lassen kannst. Und eine saubere Hochzeiterin legen wir da auch noch ins Bett. Ich brauch keine Hochzeiterin. Ich hab nur von denen Teufelsweibern. Gut, das ist ja schneller gegangen, als ich mir gedacht hab. Jetzt bestell ich gleich die Hochzeit, dass ich nicht mehr zurück kann. Ja, gut. Ich komm halt auf Nacht rüber zu euch, gell? Jawohl. Barbara! Ja? Geh weiter, bring mir ein Handtuch. Ich hab mich nicht zum Fassen, jetzt klammt's mir aber, gell? Ja, was ist denn los, Stasi? Und da brauchst du fragen, dein Vater. Jetzt hat er mir einen Räppler gegeben, dass ich bald im Brunnen nicht gefallen war. Dafür kriegst du jetzt von mir ein großes Trostpflaster. Warum? Ja, weil sich mein Vater mit dir so geärgert hat, dass er morgen zum Notar fährt und mir den Hof übergibt. Wirklich? Ja. Gut, dann bleib ich wieder da. Aber das sag ich auch gleich. Den Räppler, den muss er mir büßen, der Gläufe. Dafür kriegst du jetzt was von mir. Was möchtest du denn? Ein seidenes Halstücherl? Nein, muss nicht sein. Ja, oder Blusen? Hab ich doch schon eine. Oder eine silberne Halskette. Ach, das ist so teile Sache. Nein. Ja, oder Geld. Siehst du, jetzt sind wir genau da, wo ich hinmehre. Wir waren mit 50 Mark. Gut, Stasi, die kriegst du von mir. Und mehr Lohn kriegst du auch, wenn ich Bauer bin. Ja? Ja. Das freut mich. Und von mir kriegst du Brautschuhe? Aha. So, jetzt muss ich aber die freudige Nachricht sofort zu meinen Leitfahren bringen. Verstehst? Also, für dich. Schönen Gruß an die Christi, gell? Ja. Die Puzzle wirst du dir selber bringen, hä? Jo, Hanselbauer! Hast du vielleicht schon die Brautschuhe am Bräutigam? Weil das ist ein Glückstag heißt. Ja. Also wenn du nicht gewesen warst, dann schau mir es nicht so freundlich her. Nein, also. Stasi, ich kann nicht anders. Ich muss dir jetzt ein Puzzle geben. Was hast du denn? Ach, so schmeckt es. Ja, so schmeckt es. Hast du dir gefallen? Ja. Du, das hat mir so gut gefallen, dass ich gleich nicht mehr aufhören möchte. Musst du deinen armen Schatz umschauen? Dann hast du es alle Tag. Okay. Wer mag denn mich mit meinem Blägen ausschauen? Okay, Stasi, musst du halt ein bisschen herrichten. Für mich war es gescheiter, wenn ich mich herrichten darf. Jetzt Spaß beiseite. Weißt du, Magnus, das ist ja so ein Kreuz bei mir. Ich muss einen falschen Vater gehabt haben. Deswegen bist du doch ein lieber Kerl. Das sagst du jetzt nur, weil da nichts anderes einfällt. Super, Magnus, der Herr, da ist jetzt Handtuch. Was ist? Soll ich das Wasser auch gleich herrichten? Nein, ich geh zum Bach runter zum Baden. Führst euch dabei. Ja, also dann, führt dich. Also, das sag ich dir. Der Magnus, der gerade auch seiner Mutter noch, weil vom Vater hat der gar nichts. Du hast da wieder einen sauren Verdruss eingehandelt bei unseren Bauern. Ich? Ja. Okay, wieso denn ich? Wann schimpft und kränkelt denn der nicht, das frage ich dich. Ich hab ihn so dick. Weißt du, was der Gieser, was denn? Der, den mich meint hat, den darf ja schlatter Gemeinheit heiraten. So, wenn der
Mannsbild 20 Jahre lang ohne Frau ist, dann werden die bösartig für die Affen. Der braucht unbedingt eine Frau. Da darf nicht seine Hitze schon vergehen und er darf gleich nicht mehr so gottlos daherren. Ich sag dir was, Stasi, mir lässt da jedes Mal ein kalter Schauer den Rücken hinunter, wenn ich bloß das Wort Deise her. Herein! Was redet denn dir jetzt mit der Deise? Bei uns brauchst du um gar nichts wundern. Schau ich so greislich aus? Nein, natürlich nicht. Na also. Ich mein, so wie halt der Kaminkehrer ausschaut, gell? Das meine ich auch. Willst du bei uns kehren? Nein, ihr kehrt nicht zu meinem Bezirk. Drum kenne ich dich auch gar nicht. Nein, mir ist die Luft ausgegangen, weil ich einen Hufnagel habe in meinen Hintern. Hat der Gaul geschlagen? Lass mich noch gerade ausreden. Also. Die Luft ausgegangen ist mein Hinternradl von meinem Fahrrad. Und jetzt wollte ich fragen, ob ihr vielleicht ein Flugzeug habt oder so. Nur Nagel und Farbe. Ja, es schafft Zeit, dann kann ich den Hinterkamm nur eine Stunde schieben. Warum? Wo musst du denn hin? Nach Bachhausen. Nach Bachhausen? Ja, dann nimm doch einen Omnibus. Geht da noch einer heute? Freilich. Ja, um 6 geht der letzte. 6? Ja. Ja, dann habe ich ja noch genug Zeit. Ja? Ja. Also, ja, dann hättest du eigentlich noch viel Zeit. Ja. So, geh weiter. Sitz dir ein bisschen her. Dankeschön. Sitz schön. Ja, halt mal. Du hast mich ganz rausgebracht. Der Kaminkehrer, der sitzt in dir. Was meinst du, wie du auch die Sees lauschen dann? Ach so. Ja. Bist du die Tochter da vom Haus? Nein, ich bin leider nur der Hausdepp. So deppert schaust du aber gar nicht aus. Wirklich? Du bist aber ein Kavalier. Die Wahrheit darf man doch sagen. Dankeschön. Weißt du, was ich jetzt sag? Was sagst du mir denn? Ich lass mich radeln bei euch da und morgen oder übermorgen hol ich es wieder. Ja gut, und ich stehe das dabei in Schupfen, dass es wenigstens unterm Dach ist. Das ist nett von dir. Ja. Dafür kriegst du auch was von mir. Ja? Ja. Was denn? Nürnberger Busserl. Bist du ein Nürnberger? Nein, das sagt man halt so dazu. Man lernt nie aus, gell? Benimmst dann als Betupferl. Als Betupferl? Ja. Das ist doch unsittlich. Ja. Das ist doch was Süßes. Ja. Also, morgen oder übermorgen, hol ich's wieder. Gut. Vierte. Dann holst du's wieder, dein Radl, gell? Ja. Vierte. Oh, weißt du, was wir denn? Nein. Ich gehe jetzt noch lieber schnell mit dir und sag dir, wo ich das Radl in den Schupfer reinstelle, ja, dass du es morgen auch findest, wenn es kommt, gell? Ja, ich sag dir das jetzt gleich. Hat jetzt mit dieser Teufel erschreckt. Aber in dem Haus da herin, da war es ja kein Wunder, wenn man bloß noch lauter Teufel sehen darf. Mein Gott, wo sprichst du denn jetzt extra von der Arbeit weg? Ja, weil dir was zeigen muss, was ich gefunden habe. Ja, ist jetzt weg hier, wo ist denn? Ja, das ist nur Zeit. Ich war da gerade beim Bach drum, beim Baden. Ja? Und auf einmal schwimmt eine Limonadflasche daher. Nein. Und was meinst du, was drin war? Eine Limonade. Okay, eine Holzflasche schwimmt doch nicht. Schwimmt nicht. Ein Brief war drin. Was? Ich hab die Flaschen gleich erschlagen. Da ist er her. Ja, was sehe ich da damit? Lesen. Lesen. Gut, ja, lesen. Lieber Finder. Der gehört nicht mehr, ich heiße nicht Finder. Damit ist doch derjenige gemeint, der das Flaschen findet. Also, bin ungefähr einen Kilometer weit auf der rechten Seite des Baches bei dem seidenen Gebüsch. Weidengebüsch. Fein groß, Weidengebüsch. Beim Sonnenbaden. Du, von wem ist denn der Brief? Na, so viel ich weiß, von einem Weiberleid. So. Scheinbar war ich eingeschlafen. Jedenfalls war ich beim Erwachen meiner sämtlichen Kleiderstrümpfe und Schuhe berauscht. Ja, was liest denn da alles zusammen? Das heißt doch gar nicht so. Ja, dann liest selber, wenn du das besser kannst. Also. Jedenfalls war ich beim Erwachen meiner Kleider, Schuhe und Strümpfe beraubt. Beraubt, sodass ich jetzt außer meinem Badeanzug nichts mehr habe. Bitte holen Sie mich bei entsprechender Dunkelheit mit... Mein Gott, du liest ja noch mehr Schmarrn zusammen wie ich. Bitte holen Sie mich bei einbrechender Dunkelheit mit einem Mantel oder sonst einem passenden Kleidungsstück ab, damit ich nicht die ganze Nacht hier kampieren muss. Ich hoffe, dass diese Flaschenpost aufgefangen wird. Hilde,
Wie war's denn? Unlesbar. Ist aber ein blöder Name. Was sagst du dazu? Okay. Die Städtischen soll der Teufel holen. So abgelegen kann der Winkel gar nicht sein, dass die nicht hinfinden. Nein, die wird der Teufel nicht holen. Die wird ich abholen. Ja, Fräulein, wollte dir nichts dümmer sein. Okay, Vater, man kann das arme Mann nicht halbert nackert die ganze Nacht draußen lassen. Ja, ja. Was meint man, die für Angst aussteht? Wenn ich da draußen stehen müsste, wie die Eva, um ja, Gottes Willen. Da darfst du deine Hitze noch mal rausziehen. Okay. Ich hol jetzt meinen Mantel und dann hol ich das Mantel ab, gell? Da, du bleibst da. Jetzt war mir das Wahre. Du stehst jetzt kurz vor der Hochzeit. Da darf keine Versuchung an dich herantreten. Ich sag, ich hol jetzt ich. Was? Ich bin auch eine Tochter der Eva. Du? Ja, Fräule. Bist ein Teufel sein Unterfutter. Jedenfalls schickt sich's besser, wenn eine Frau zu einer Frau kommt, ja, die wahrscheinlich genauso darstellt, als wie es unser Herrgott erschaffen hat, nicht? Ja. Weiter bring mir deinen Mantel. Gut. Nix da, nix da. Du gehst in deine Küche und riechst das Abendessen her. Zu einem Fall, da gehört ein kräftiges Mannsbild her, nicht wahr? Ja, wer weiß, ob das Mädel nicht so schwach ist, dass man es tragen muss. Ja, möchtest du es vielleicht am Ende du holen? Ja, natürlich. In meinem Alter kann einem die Versuchung nicht mehr so stark an. Ja, und tragen möchtest du sie auch noch? Ja, na. So, da schau nicht her. Ich hab mir gedacht, du darfst nichts Schweiß tragen mit deinem kaputten Kreis. Okay, weiter. So eine Fliege macht doch mir nichts aus. Aha. Ja. Aber ich bin draußen war. Ich darf bestimmt nicht reintragen, gell? Nein. Da hat er einen Kranken ausschütten. Denk dir nichts, Barbara. So schwer bist du auch wieder nicht. Gott, du bloß nicht frech, wenn ich sage. Kind, geh weiter, geh ihm nach. Das fällt mir doch gar nicht ein. Da weiß ich mir schon was Besseres. Ich geh zu meiner Christel. Da weiß ich wenigstens, was ich hab. Und der Vater muss ja schauen, was er kriegt. Der hat sich doch noch nie was gekümmert ums Weiberleid. Aber natürlich, wenn die Zeitungen alle voll sind von lauter nackerte Frauenzimmer, da kann sich auch ein Mannsbild für die nähere Umgebung überhaupt nicht mehr interessieren. Du Barbara, was ist denn? Spinnt er? Wer er? Ja, wer? Unser Chef, der Herr Baum Fünfer. Warum? Warum? Weil der bei der Hitze mit dem Mantel über den Abend beim Ofen ausgeht. Der will sich eine Rettungsmedaille verdienen. Das verstehe ich nicht. Bach aufwärts ist eine städtische beim Baden. Der Zuffer? Nein, beim Baden. Und da haben sie ihr die ganzen Kleider gestohlen. Und jetzt bringt ihr der Bauer einen Mantel auf, weil der so ja gar nicht zu uns reden kann, nicht? Ja, warum? Ich denke, die nackert. Viel wird's nicht anhaben. Ja, woher weiß denn eigentlich der Bauer, dass da so eine städtische Nackerte draußen ist? Ha? Durch eine Flaschenpost. Ja, tragt denn die Post jetzt schon Flaschen an? Das ist ja nicht bist du. Ach so, was das? Ja, das war ja so. Die hat einen Zettel geschrieben, hat ihn in die Flaschen rein, hat die Flaschen zugemacht und bitt hat es einen Bogen unterschwimmen lassen. Und unser Magnus, der zufällig beim Baden war, der hat die Flaschen wieder rausgefischt. Verrückt! Ja. Warum bist denn du nicht raus und hast das geholt, die städtische Nackerte? Weil er mich nicht lassen hat, der Wüstling. Ach so? Ja, bringt dir der vielleicht die doch her? Ja, Freilie, wo soll das denn sonst sie da? Der kann doch das Weibers nicht die ganze Nacht draus stehen lassen, wo es nichts anderes am Leib hat, als wie die Haut. Das ist freilich wenig, aber für unseren Bauern klangt's. Nein, da wird er seine Bartklang wieder auszutreiben. Nein. Allzu viel wird er nicht hängen, weil es schon bald finster wird. Ich sag dir was, bei sowas kriegen die Mannsbilder Augen wie eine Katz. So? Du sag einmal, was wollt denn übrigens dieser Kaminkehrer da bei uns? Der Kaminkehrer? Jaha. Ja, was? Das ist so. Ja, wie ist denn das? Dem ist von seinem Hintern Radl die Luft rausgegangen. So. Ja, jetzt hat er es bei uns im Schupfer eingesteigt. Ja. Und morgen oder übermorgen, da kommt er dann wieder in heute. So. Ach, ja. Hoffentlich kommt er morgen. Du Barbara, ha? Barbara, sag einmal, der Bach, der bei uns da hinten vorbeifließt, ja, fließt der eigentlich auch in Bachhausen vorbei? Freilich, darum heißt der Bachhausen, dumme Nuss.
Komm, und jetzt bleibst du zusammen und dann gehst du zu mir nach in den Kiff. Du hast mir ein bisschen Arbeit helfen, gell? Ja, ja, ich bin klein. Das mit der Flasche, das war gar keine so schlechte Idee. Vielleicht probiere ich das auch mal. Ja, warum nicht? Der ist ja schließlich und eklig ein Kaminkehrer. Und ein Kaminkehrer muss sich jeden Tag baden. Ja, das mache ich. Jawohl, die feinen Leute, die fangen durch die Blume. Und ich sag's ihm bald noch Flaschen. Du bist nicht recht. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Ich war schon ganz verzweifelt. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber bitte schön, sitzen Sie ja nicht durch hin. Danke. Der hat den Fuß herausrasten. Der Stadtleit sagt, das Kaffee ist nicht so gewohnt, gell? Da haben Sie einen Brotbeitel. Dankeschön. Na Gott sei Dank, dass Sie wenigstens meine wichtigsten Kleinigkeiten noch haben. Ja, ja. Ja, sagen Sie mal, wie kommen denn Sie ausgerechnet zu uns raus nach Aufhausen? Ja, ich war früher schon einmal da mit meiner Mutti. Aha. Und da habe ich mich an das nette Fleckerl erinnert. Und habe mir gedacht, da müsste es doch schön zum Baden sein. Das ist so ganz weit ab von der Straße. Und da hat man kein Autokrach und kein Motorradlärm. Na, wer denkt denn, dass da solche Gauner gibt, die Leute berauben? Ja, ja, ja. Naja, zum Glück ist wenigstens das Limo-Flaschel in meiner Nähe gelegen. Mhm. Das hätte ich mir nicht einmal verständigen können. Ja, Fräulein, da hätte ich einen Kartei gefunden. Da kommt das ganze Jahr von unserem Dorf niemand raus, gell? Barbara! Ja, was ist denn? Ja, komm recht. Was ist denn los, ne? Ja, was ist denn das für eine Vogelscheide? Aber das ist das Fräulein, das ich eigenhändig geholt hab. Ach so, den mit den Limonadenflaschen. Ja, da hab ich echt die Zeit gehabt, wenn ja, aber, gell? Ich glaub, ich sonst hätt bald gar nichts mehr gesehen, gell? Ich hab ja schon nichts mehr gesehen, weil es schon finster geworden ist. Mei, Fräulein, haben ja sie die ganzen Zehen abgestessen, weil sie so blutig sind. Ha? Du siehst auch blutig, aber im Hirn. Nein, nein, die sind bloß rot lackiert. Ja, dass man besser sieht, wo man hintreten muss, gell? Ja, so ungefähr. Ja. Sie, sagen Sie mal, kann die heute Nacht irgendwo schlafen? Aber freilich können sie irgendwo schlafen. Barbara, nicht gleich über mir drum in der guten Stunde, das steht ja für das Fräulein. Ich hab ja so gerade in der guten Stunde. Er soll vielleicht im Stall schlafen. Die kann doch bei mir auch schlafen. Geh weiter bei dir. Du schnarchst ja wie der Kreissäck. Okay. Wissen Sie was, ich mach gleich ein Licht drum und riech das bitte her, gell? Ja. Bin gleich wieder da. Ja. Ja. Ich bin so froh, dass ihr mich geholt habt. Ja, ja, ja. Wissen Sie, bloß unser Bauer, der ist rechts wieder. Ja, morgen früh, da ist er noch viel reichlicher. Okay. Den Eindruck habe ich aber nicht. Nein. Aber wir werden sowieso nicht lang gelästigt. Ja. Wir werden natürlich versuchen, dass ich so schnell als möglich meine Kleider von zu Hause kriege. Ja, ja, da tanzt sie ganz gut daran. Weil unser Bauer, der ist so zwider, also da ist kein Bleiben und kein Auskommen. Schauen Sie bloß so schnell wie möglich, dass sie rauskommen, sonst holt ihr da der Teufel. Der Teufel? Mhm. Der wird mich morgen auf alle Fälle holen. Geht Fräulein, ganz bloß nicht freveln. Warum? Das ist der Einzige, der mir in dieser Lage helfen kann. Was? Der Teufel? Nein, der Herr Teufel. Ja, um Gottes Willen. Sagen Sie mal, haben Sie vielleicht ein Briefpapier und ein Kuvert da, dass ich ihm schreiben kann, wo ich bin und dass er mich holen kommt? Der Teufel? Mhm. Der wird natürlich unheimlich. Ne? Das ist ein ganz guter Freund. Sie wissen es, da müsst ihr bei einem Bauern fragen, ob der so ein Briefpapier hat. Ah, ja. So, das Peterl ist gemacht. Ach, ja, dankeschön. Ja. Wo muss ich denn hin? Gleich die Treppen auf. Gerade aus hinten, zweite Türe links, gell? Und da warten Sie dann, bis ich komme. Ja, gut. Dankeschön. Danke. Ja. So, und du leist dem Fräulein morgen einen Kran von dir, gell, dass er was zum Anziehen hat. Was von mir? Ja. Nein, also ihr habt Stasi eins gegeben. Was? Und wer weiß, ob das dauernde Fräulein morgen überhaupt noch da ist in der Früh. Warum soll die nicht mehr da sein? Vielleicht fahrt sie heute Nacht mit dem Besen durch den Kamin aus. Ah, hui! So was Blödes gibt's auch bloß in meinem Haus. Nicht zu glauben, es ist. So. Also,
Vorsicht halber, habe ich gleich ein paar mehr Flaschen gekriegt. Weil bei der Post, da weiß man es nie, ob er auch nicht erwischt. So, habe ich so ein schönes Briefel geschrieben. Ich freue mich schon auf die Nürnberger Bussel. Vielleicht kannst du schon morgen kommen, da hätte ich nämlich ganz viel Zeit zum Nürnberger Busseln. So, nein damit. Und jetzt ganz schnell im Bach rein, denn umso schneller das sie im Bach sind, umso schneller findet er, umso schneller ist er wieder da. Brotzeit, ah, da ist er ja. Die Badetasche hat sich so gebracht. Weibliche Kleinigkeiten sind da drin. Mal schauen, was so alles dabei hat. Da ist einmal ein Handtuch, das kenne ich auch. Was haben wir noch? Ich auch die Kolumne. Ich will ein paar Filme sehen. Was haben wir da? Schneidstiefel. Oh! Ja, was ist das? Das ist eine weibliche Kleinigkeit. Jesus, wenn ich mir vorstelle, dass die da drin steckt. Schön, was haben wir da? Sonnenbrille. Sonnenbrille habe ich noch nie aufgehabt. Mal schauen, wie sowas ausschaut. Schau ich aus wie ein Playboy. So, ich schwimme schon. Wer schwimmt schon? Ja, aber wie kannst du mich unterschrecken? Ach, bin doch nicht so. Du, pass auf, du leist mal den Fräulein dein schönes Dirndl gewandt, gell? Was denn für ein Fräulein? Das wirst du dann schon sehen. Sag mal, warum ist es jetzt auf einmal so finster? Also. Gell? Es ist doch ein Licht aufgegangen. Fräulein. Was wollt denn der mit meinem Dirndl? Barbara! Geh mal raus da! Los. Was sag mal denn? Ist denn dieses Fräulein schon da, das der Bauer mit dem Mantel zuerst geholt hat? Die ist schon auf mit ihm. Ehrlich? Fräulein. Du, ist das ein Junge? Ein Sauberne? Selbstverständlich ist es eine Junge und eine Sauberne. Es ist blöd gelaufen. Ich sag's ja. Wenn man jung ist und sauber ist, dann hat man's Glück. Ja, da hast du keine Probleme. Schade! Ja! Oh mein Gott, dauernd! Was will denn eine? Auf die eine! Was ist denn schon wieder los? Ich möchte bloß wissen, was der in der Nacht nur da drum will. Barbara, Barbara, mein Lehrer, da musst du ganz aufpassen. Womit ist da heute Nacht noch der Teufel los? Also, bin ich schon unterwegs? Was ist jetzt? Jeder muss ich. Ja, ich wollte nichts, aber für Sie muss ich morgen einen Brief aufgeben bei der Post. So, an wen hat es denn geschrieben? Weiß ich nicht, hab's nicht gelesen. Nieder? Nein. Dann schau mir doch mal die Adresse. Ui. Was denn? Die schreibt dann Teufel. Nein. Ja, wie ich das sag. Also, ich glaub, die spinnt. Da lies einmal. Herr Teufel, München, Höllentalstraße 13. Na, die verbrenne ich! Los, ich mach nichts so. Und wenn der Teufel auf Stelzen kommt, lass er mich nicht zwingen. Vom Zwinger ist korrekt, aber was man verspricht, soll man halten. Ich hab nichts versprochen. Hast du mir nicht vorgestern versprochen, du fährst zum Notar und übergibst mir den Hof? Aber bis heute hast du nichts dergleichen gemacht. Weil ich mir's wieder anders überlegt hab. Das ganze Dorf weiß doch schon, dass in 6 Wochen Hochzeit ist. Was meinst du, was der Handelbauer dazu sagt? Der hat die Hochzeit doch schon festgelegt. Nein, man darf halt nicht so feierlich sein, nicht? Über Nacht hat sich schon manches geändert. Ich möchte nur wissen, warum dich auf einmal anders besonnen hast. Weil mir gestern jemand gesagt hat, dass ich noch ein sehr rüstiger Bauer bin. Dass man mir mein Alter bei Weitem noch nicht ansieht. Und dass ich für den Ausdruck noch viel zu jung bin. Aha, nun käme ich schon aus. Jetzt musst du bloß noch sagen, dass du das Heiraten im Sinn hast. Das kannst du unter Umständen noch erwarten. Ich sag's ja, wenn der Teufel ein Unglück ins Haus bringt, schickt er jedes Mal ein Weibsbrüder als Vorreiter. Du tust doch nicht so mit dem Teufel mal anschmeißen, das mag ich nicht. Ah, das Vorrecht, das scheint mir nur du allein. Ich lass mir keine Vorschriften machen. Was, was ich dir sag? Wo? Ah, was? Was? Also, das ist doch zum Teufel holen, ha? Wir fressen die Kinder als doch sind.
Gibt's denn sowas auch? Guten Morgen. Oh, ja, guten Morgen. Ja, ist schon ein bisschen später, guten Morgen, gell? Wir freuen uns schon aufs Abendessen. Ja. Aber fest schauen Sie aus, mein Lieber, mein Lieber. Sie gaben eine schneidige Bäuerin ab. Ja, aber nur schneidig. Von einer Bäuerin hätte ich keine Ahnung. Oh, sowas kommt oft schneller, wie man meint. Oder haben Sie kein Interesse an der Landwirtschaft? Ja, ja, sogar sehr großes. Ja. Stell mir das wunderschön vor. Das Vieh und die gesunde Luft. Oh. Und in meinem Freien arbeiten. Aber Berg und Tal kommen heute zusammen. Oh, wir kommen schon zusammen, der Berg und der Ochs. Der Berg und der Karl, meine ich natürlich. Ja, wie passt denn eigentlich das Gewand von der Stasi? Ach, ziemlich gut. Ja. Muss die Schuhe passen mir nicht. Oh, das macht nichts. Sie gefallen mir in die Pantoffeln auch ganz gut. Dass auf meinen Brief noch keine Antwort gekommen ist. Das pressiert überhaupt nicht. Von mir aus können Sie den ganzen Sommer da bleiben. Ohne Kleider. Natürlich. Müsst ihr unbedingt telefonieren? Kann man da überhaupt telefonieren? Freilich, am Postamt unten. Ah ja. Wissen Sie was, ich gehe gleich mit. Mhm. Dann gehen wir ein bisschen hinten rum, wo uns niemand sieht. Wir könnten aber auch warten, bis Nacht wird. Gehen wir lieber gleich. Ja, mir ist gleich. So ein Spaziergang macht Appetit auf eine Bäuerin, gell? Da bleibt aber der Schnobi sauber. Ja, was? So. Wirklich ein Kreuz. Ich träum bloß noch von diesen Kaminkehrer. Ich sehe nur noch schwarz. Und Bierflaschen habe ich auch keine mehr daheim, weil ich schon alle im Bauch reingeschmissen habe. Herrschaftszeiten, eine muss er doch endlich finden. Das Kind. Jetzt kommt er. Ja, herein. Grüß Gott. Du bist es bloß. So, wie dir habe ich gleich die ganze Arbeit liegen lassen und bin gleich zur Tür umgerannt. Das hätt's nicht braucht. Das hat's schon braucht. Da, schau her. Was kommt mir? Pass einmal auf. Hä? Die Dummheit, die du vorgestern gemacht hast, die war sehr gut. Sonst hätte der Höllreiter nicht so früh übergeben. Aber was du nachher gemacht hast, das hat mir meinen Kopf zerbrochen. Darum habe ich ihn eingewickelt, damit ich die Scherben nicht verliere. Also ich hab nichts Unrechts, du. Ja, das kann schon sein. Aber bei mir sollen die Unrechten kommen. Das verstehe ich nicht. Ja, das wirst du gern verstehen. Das besser mal auf. Mein Aldi war vorgestern am Bach drunter. Beim Baden? In dem Alter, wo mein Aldi ist, baut man sie nicht mehr. Sie hat die Wasch geschwenkt. Da sitzt am Steg eine Bierflasche im Bachschlamm drin hängen, ne? Neugierig, wie die Weiber sind, geht sie, zieht die Flaschen aus, sieht, dass in ihrer Flasche ein Zettel drin ist, liest den Zettel und legt ihn bei mir beim Essen am Tisch hin. Weil es gemeint hat, die Nachricht ist für mich. Und Gottes Willen, wer hat denn das Ding können? Zum Ding bin ich gar nicht mehr gekommen. Mein Alte steht vor mir, den Arm mit der Flasche in der Hand. Ich will mit dem Kopf auf die Tee und drin an die Flaschen hin. Bums. Meine Alte hat sich gleich in der Kammer eingesperrt. Warum das? Ich glaube, sie hat sich für Beerdigung schwarz angezogen. Und ich bin gleich zur Tür rübergerannt und bitte dich, mach in Zukunft dein Post am Landweg und nicht auf dem Wasserweg. Ich hab zwar einen harten Schädel, aber das Bier, das steigt mir doch schon langsam in den Kopf, wenn auch in der Flasche gar nichts drin war. Ja, mir kommt da so eine blöde Idee kommen. Nein, ich hab's ja bloß der städtischen Nacht gemacht. Dann ja. Jetzt geh endlich einmal raus und dürfen sogar da arbeiten. Wir haben doch keinen Ratsch gemacht. Ja, ich bin ja bloß 2 Minuten da gekommen. Geh weiter, schwinde. Ich verzeih dir danach, wie es hergegangen ist, gell? Ja, ich bin ja schon unterwegs. Sklaventreiber. Sag mal, hast du einen Unfall gehabt, weil du den Kopf verbunden hast? Mein Aldi hat einen Rechner so blöd hingestellt, dass ich draufgetreten bin. Oh, ich danke dir. Mein Lieber, da meine ich, wer es dir einen Krach gemacht haben, hä? Mein Aldi hat einen Rechenfehler gemacht. Ach so. Aber das kommt in der besten Familie vor. Ja, ja. Du sag mal, was willst du denn jetzt bei uns da? Ja, wegen der Hochzeit bin ich da, nicht? Da schaut schlecht aus.
Ja, wieso, du warst gut. Hanselbauer, du darfst mich nicht verraten, gell? Unser Bauer will nicht übergeben. Der hat sich das anders überlegt, seitdem wir die städtische Hex im Haus haben, die mit dem Teufel in schriftlicher Verbindung ist. Okay, das stimme ich nicht. Oh. Wie sind Sie der gekommen? Vorgestern war unser Magnus beim Baden und da hat er die Flaschen aus dem Bach rausgefischt und da war ein Zettel drin von der städtischen. Und da hat sie geschrieben, dass die Bach aufwärts beim Baden ist und eingeschlafen hat und dabei haben sie ihr die ganzen Kleider gestohlen. Und jetzt möchte sie doch bittchen jemand abholen. Da ist ja weiter nichts dabei. Da war freilich nichts dabei, aber die hat ja unseren Bauern total bläng-bläng gemacht. Der will dieses Frauenzimmer heiraten und darum will er auch nicht übergeben. Ist er Junge? Ja, mei, ein paar Jahre ist sie wie ich. Wer hat denn die Welt schon sowas gesehen? Ja. Der Höllretter, der kommt von seinem Wort nicht mehr zurück. Wo ist? Ach, der war ja lustig. Aha. Ja, sowas. Ich hab die Hochzeit schon laden lassen. Das werde ich ihm schon klar machen. Und auch dem sauberen Stadtfräulein. Hanselbauer, es darf nicht mehr auslassen. Ach. Unser Bauer ist nämlich jetzt zu allem fähig. Du, ich kümmere schon dazu, gell? Hanselbauer, ja nicht auslassen. Ja. Ich habe in meinem Leben noch keine Fliege was da, aber die ist mit Backis, die Kreuzspinne. Gott. Erinnern wir Sie mir einmal genau anschauen, Sie. Fräulein, Sie. Ja, Hanselbauer. Ist das eine Überraschung? Na, du, wieso denn? Wieso denn? Okay, sag bloß, du kennst mich nicht mehr. Ich bin doch die Hilde. Ja, die kleine Hilde von der Frau Studienrat. Wir haben doch bei dir mal die Äpfchen geholt. Ja, Erik. Hallo. Du bist die Hilde. Hilde. Herrgott. Bist du gewachsen? Da kann ich den Höllretter schon verstehen, dass er Gleichgewichtsstörungen kriegt. Und ich wollte gerade abschimpfen. Okay, das bringt doch der Hanselbauer gar nicht fertig. Ach, du da, dass du das. Ich kann fürchterlich werden, wenn mein Alte nicht da ist. Du, wie geht's denn der Hanselbauerin? Sehr gut. Die ist doch bei vollen Kräften. Hast du Kopfweh? Nur vorübergehen. Oh, das tut mir aber leid. Du, aber jetzt sag einmal, wieso wolltest du mich ausschimpfen? Ja, weil du und alle im Schuld bist und mir meine Plan durchkreuzt hast, nicht? Ich? Pass auf. Wie du zum Höllreiter gekommen bist, das habe ich schon erfahren. Und ich habe ja erfahren, dass du einem Bauern einen Koffer so vertraut hast, dass er dich heiraten möchte. Deswegen will er nicht übergeben und mein Dirndl und sein Bub, die können nicht heiraten. Okay, das stimmt doch alles gar nicht. Oh mein, wenn der Absichten auf mich hat, dann bin ich eine ganz große Enttäuschung bei ihm. Und zu deiner Beruhigung kann ich dir sagen, dass ich bereits verheiratet bin. Ja? Ich habe gerade vorher mit meinem Mann telefoniert. Ja, und vorgestern habe ich ihm geschrieben, dass er mich holen soll, sobald er Zeit hat. Hast du ihm geschrieben? Ja. Sag mal, wie heißt denn du? Du wirst lachen, aber ich habe jetzt einen höllischen Namen. Ich heiße Teufel. Ja? Lieber Rick! Warum hat die Barbara vorhin gesagt, du stehst mit dem Teufel im Briefwechsel? Stimmt auffallend. Aber du, wenn durch mich da Ärger geben sollten, dann verlass ich sofort das Haus. Du, dann geh nur gleich mit mir zu meiner Alten, dann wird die auch wieder versöhnlicher. Na, Hanselbauer, ich möchte nur nicht weg, weißt, weil vielleicht kommt mein Mann doch noch heute. Du glaubst ja gar nicht, wie mich das gefreut. Was denn? Erstens, dass die der Teufel holt. Und zweitens, und hauptsächlich, weil dem Balzen, den Höllreuter, die Federn ausgingen. Der Tarzan in der Mauser. Lass noch ein bisschen an der Angel zappeln. Du machst zwei Menschen glücklich. Aber auf einen Sprung kommst du noch bei mir vorbei. Ne? Herrgott, sag's und ich, bist du eine fesche Teufeline. Hey. Ich würde dich erinnern, dass
dass du verheiratet bist, gell? Du hast dich an was ganz anderes erinnern, ist voll gescheiter. Also, auf Wiedersehen, Hanselbauer. Was? Woher kennt ihr denn ihr? Die habe ich schon kennt, da war noch gar nicht auf der Welt. Hä? Ja. Ja, und was willst du bei mir? Oh, wegen der Hochzeit wollte ich schauen. Wie viele Gäste soll man laden? Was hast du denn da am Hirn? Eine Biene hat mich bissen. Biene. Was meinst du, wie viele Gäste soll man laden? Ja, das pressiert noch nicht. Also. Du machst schon gut. Die 5 Wochen sind gleich vorbei. Ich wollte dir was sagen, Hanselbauer. Ich hab mir's wieder anders überlegt. Ach, du warst recht. Ich spiel doch dir keinen auf. Ja, mein, ich bin mir einfach noch zu jung für einen Ausdruck. Wenn ich die richtige Bauerin hab, mach ich's leicht nur 10 Jahre. Die wirst aber du nicht so schnell finden. Die ist ja so wie Angst. Vielleicht die Hilde. Kann schon sein. Geh weiter. Was willst denn du mit so einem jungen Mädel? Ja. Du bist doch schon in dem Alter, wo man Weichspeisen essen muss. Ja. Wenn man da Geld hat, ist alles möglich. Hast du selber gesagt? Ich wollte was sagen. Die halt der Teufel. Wer halt die? Der Herr der Teufel. Wieso sagst du jetzt da Herr? Weil ich ein gebildeter Mensch bin. Ich garantiere dir, dass die morgen der Teufel halt. Merkt das gut? Der Herr Teufel. Holst denn das mal ein Stasi? Ich weiß nicht, warte. Stasi? Ja? Eine Kiefer. Was ist das? Stasi, Sie bekommen von mir noch eine Leihgebühr für Ihre Garderobe. Ja, ja? Die hab ich ja eh schon gegeben. Red ja nicht rein. Was? Na, Fräulein Hilde, ja? Möchten Sie nicht meinen Hof anschauen? Hä? Und die Stallungen, ja. Die frische Luft, da wäre gut, hä? Ja, Bauer, ja? Die frische Luft im Stall, da wäre ja auch ganz gut. Da kannst du tief durchatmen und an deine lieben Eltern denken. Halt, dein Freie Kuschen! Du, ach was, geh mal, Fräulein Hilde, geh mal. Die anderen Gesichter sehen. Ja, Schako, es waren ja plötzlich unsere Gesichter nicht mehr reden. Es ist ja nicht zu fassen. Also, dies kannst du ja wirklich nicht anschauen. Barbara! Geh mal raus, schau mal hin, das musst du doch anschauen. Also, es ist nicht zu glauben. Ja. Seitdem das Frauenzimmer bei uns im Haus ist, ist unser Bauer ganz blem-blem. Ja, mein Gott, na schau ich mir gerade mal aus, wie um sie rumscharwenzeln. Einmal hin und einmal herum. Das sind die sogenannten Kreislaufstörungen. Für mich ist der geisteskrank. Kannst du ja wirklich anschauen. Ja, herein. Was möchtest du nicht? Ja. Grüß dich, Stasi. Na, Herr Kamin, Stefan. Ja, ist das ein Glück. Was der Herr, da hat er die versprochenen Busterl mitgebracht. Sind die da drin? Ja, schauen wir rein. Ja, die sind ja Bachen. Ich hätte einen Teig mitbringen sollen, oder? Nein, und ich hab mich schon so gefreut. Auf was? Ja, auf solche Puzzle nicht. Dann hast du echt die gemeint? Freilich. Gib's her, dann tausch ich's rum. Nein. Stefan. Was denn? Stefan, jetzt muss ich dich was fragen. Ja, frag mal. Sag mal, badst du eigentlich in Bachhausen aber im Bach drin? Nein, in der Badewanne. Ach, drum. Warum drum? Nur so. Ach so. Und wenn du in der Badewanne bist, ja, ja. Das Wasser für die Badewanne, richtet das deine Frau her? Nein, die Meisterin. Was zur Frau habe ich so nicht gebracht. So ein Rußkäfer wie mich heirat nicht gerne eine. Stefan. Was denn? Na, weiß man jetzt doch lieber, wenn's mir die Busseln gegen echte umtauschen. Ja. Ja, da krieg ich vielleicht Zahnweh drauf. Ja, weißt du, was er da jetzt sagt?
Was sagst du mir denn? Nein, ich tue jetzt mein Radl reparieren, weil ich muss heute noch Peiting rüber. Magst du zuschauen oder fangen wir gleich mit dem Umtauschen an? Ja, was dann? Machen wir doch eins nach dem anderen. Also, gehen wir zuerst ein Radl richten und, ja. und dann oder vielleicht dazwischen gehen wir ein bisschen umtauschen. Ja, ist super. Also, Gerlach, geht's da weiter? Ja, aber kommt euch gleich, gell? Sonst wird die Umtauschzentrale geschlossen. Na, geht über klein hin! Ja. Ja, das glaubst. Ein solches Rindvieh wie auf meinem Hof, es gibt's in der ganzen Gegend nicht. Ja, das glaub ich. Ja, aber schade ist ja, dass wir keine Schuhe haben, gell? Sonst wären wir heute noch ein bisschen nach Bachhausen gefahren. Hätten wir eine Flasche Wein getrunken auf die wunderbare Rettung, gell? Jetzt ist das weiter gar nicht gegangen. Jetzt fällt's mir ein, ich hab ja heute Versammlung. Muss ja. Aber wisst ihr was? Ich geh gleich zum Wirt runter, zu der Versammlung und beim Heimgehen nehme ich noch ein paar Flaschen Wein mit. Die trinken wir nachher. Weil das nicht nett, hä? Doch, aber nicht auf meinem Zimmer, gell? Nicht auf dem Zimmer. Gut, dann trinken wir es da herunten, ne? Machen wir dann das Licht aus und der Mond scheint beim Fenster rein. Ah, wie romantisch. Ja, also bleibt es dabei. Na ja, dem Hanselbauer lieb, ja. Wieso dem Hanselbauer lieb? Ich wollte sagen, dem Hanselbauer lieb hätte ich halt eigentlich zu einem nimmer sollen. Nein. Da protestiere ich. Wir bleiben schon unter sich, ja, wir zwei. Also gut, dann bis nachher, gell? Bis nachher, ja. Bis nachher. Ja, was ist das? Der ist noch Zeiten. Ja, bei sowas muss man Geduld haben, gell? Heute Nacht oder nie. Geh mal rein, da! Das ist so finster bei uns. Muss ich mal ein Licht machen. So. Was ist denn los? Ja, wie schaust denn du aus? Warum? Du bist doch voller Ruß. Voller Ruß? Ja, weißt du, das war so, ich hab gerade den Ofen, hab ich gerade gekehrt und da bin ich ein bisschen voller Ruß geworden. Ja. Ach so. Ja, ich muss Ofen gekehrt. Du, Stasi. Ich muss die 50 Mark, die ich dir versprochen habe, schuldig bleiben. Was? Ja, wieso? Ja, weil mein Vater mir den Hof nicht übergibt. Ach so, ein Hammel! Ja, er ist noch zu rüstig, hat er gesagt. Zu jung und überhaupt. Tja. Also seitdem das Madel da ist, ist er wieder ausgewechselt. Hätte ich bloß die blöde Flasche aus dem Bach rausgezogen. Ja. Das hast du jetzt von deinen blöden Limonadenflaschen, Fräulein. Und er ist ganz verrückt. Verlatter geh du weg und lass mich hin. Schusslig ist er. Du, was ist jetzt eigentlich mit deiner Hochzeit? Da ist aus. Ganz aus ist. Ach. Jetzt kann ich warten, bis ich wieder wo bin. Ja, Magnus, dabei verlierst du das Buseln wieder. Ich meine, was du schon so gut kennen hast. Du, meinst nicht, dass er sich vielleicht noch anders überlegt? Nein, das schaut nicht so aus. Das schaut eher so aus, ob er noch mal ans Heiraten denkt. Und vorgestern hat er es mir versprochen und gesagt, der Teufel darf mir holen, wenn es diesmal nicht ernst ist. Ja, vielleicht. Vielleicht kommst du dazu noch mal überreden, dass er es nicht tut. Ich? Ja. Hast du schon mal erlebt, dass ich meinen Vater was ausreden lasse? Ja. Also wenn der sich was eingeholt hat, dann setzt er es auch durch. Da müsste schon der Teufel persönlich kommen. Ja, da hast du recht. Bei dem wird es wirklich mal der Teufel persönlich kommen. Was hast du jetzt gerade gesagt? Ja? Der Teufel müsste persönlich kommen? Ja, mitsamt seiner Großmutter. Jawohl, das ist Magnus. Was? Magnus, legst noch was dazu zu den 50 Mark, wenn ich dir versprich, dass dein Vater dir in 3 Tagen den Hof übergibt. Stasi, ein 100er darf ich dazulegen. Wirklich? Dann schlag ein. Gut. Ab sofort übernehme ich die Geschichte. Aber Stasi, mach keinen Blödsinn, gell? Was heißt, mach keinen Blödsinn? Ich schau vielleicht blöd aus,
aber da droben, da bin ich hellwach. Das war doch klar, wenn man nicht dein Vater endlich da hinbringen, wo er wirklich hingehört. In Austrag. So, und jetzt muss ich leider gehen, weil jetzt muss ich über meinen Plan nachdenken. Hey, überreden wir nicht, du Raffi, du. Oh, Raffi. Bewahre, geh mal aus dem Weg, ich muss nachdenken. Denkst denn die, ha? Ja, das kann ich auch. Da schaut's her. Du, Magnus, wenn du was zum Essen willst, dann musst du in die Küche ausgehen, da steht's draußen, gell? Na, warum wird nicht da hingessen? Weil dein Vater nicht da ist. Du weißt doch ganz genau, dass der halt bei seiner Versammlung ist. Ach so, ja. Und vielleicht brauchst du auch noch einen Alkohol für die Liebe. Ach so? Sind wir schon soweit? Mhm. Gut, dann geh nach Bachhausen und sauf mal raus schon. Ach so. Und warum gehen wir durch von morgen nicht? Nein, das muss ich kurz nicht machen. Nix! Wieder her, so ist gescheh. Von mir geht doch alles zum Teufel. Mei, ich kann sie eigentlich gar nicht verdingen, den Buben. Wenn ich nur ein bisschen mehr weibliche Reize hätte. Aber mit den Hunderten, da kann ich ihn vielleicht locken. Was nichts noch da von 100 Mark? He? Sag einmal, ich hab halt gemeint, wenn ich recht sparsam lebe, dann könnte man vielleicht 100 Mark versparen. So, und das weißt du, bleibst halt daheim, gell? Ich war sowieso nicht vorgegangen. Ja, es ist nämlich niemand im Haus. Und der Bauer, der ist ins Wirtshaus. Und der Magnus? Der ist nach Bachhausen rüber und sauft sich einen Rausch an. Der arme Bub. Naja, von denen kann man sich ja nicht. Aber das mit den 100 Mark, das ging vielleicht. Da kann ich ihn eventuell locken. So, jetzt muss ich mal diese Teufelsgeschichte noch mal nachlesen, damit ich weiß, wie man das am besten anstellen. Die Nacht war rabenschwarz. Der Müller saß beim Kerzenschein in seiner Stube und fluchte gottlos. Da plötzlich stand Satan als Jäger verkleidet in der Stube. Ja, wie kannst du mich denn so erschrecken? Ja, mein, was hast du denn überhaupt? Bist du schon wieder da? Freilich, das siehst du ja. Ich denke, komm mal ganz rein. Ja, ich hab mit dir das Schreck, der schaut mir wirklich wie ein Teufel aus. Was ist denn? Jetzt geh weiter. Komm her. Dankeschön. Jetzt geh mal her zu mir. Gell, bist du mir vom Fuhren fahren? Ja, vom Fahren nicht, aber vom Treten. Geht das Radl schwer? Mei, der alte verroste Karl geht so schwer, als wie eine Dampfwalze. Mhm. Stefan, was darfst du heute von einem neuen Radl? Okay. Wäre doch schade um das neue Radl. Das war bald voller Dreck und voller Ruses, als wäre das alte auch, das nimmer zum Kennen wäre. Jetzt steigt er mal auf das Radl nicht ein. Was sagst du? Ich mein bloß... Stefan! Was? Möchtest du dir 100 Mark verdienen? Ja, freilich, wenn es leicht geht. Warum nicht? Was muss ich denn da tun? Ganz einfach. Pass auf. Unser Bauer ist ein ganz ein zwieders Mannsbild. Ja, von dem hörst du nichts anderes, als wir nur uns soll der Teufel holen, einen Hof soll der Teufel holen und wenn du gerade der Teufel kommst, nichts anderes. Ja, und jetzt hat er seinem Bub versprochen, dass er ihm einen Hof übergibt. Mhm. Und ihm darf er da Teufel holen, wenn das nicht wahr ist. Und was meinst du, was ist es? Ich weiß es. Er übergibt es wieder nicht. Jetzt erst mal. Ja, der Bub ist natürlich ganz traurig, weil seine ganze Hochzeit platzt. Ja, und da soll ich helfen? Ja, pass auf. Du musst einen Teufel spielen. Oh. Ja, halt's ihm richtig ein, du tust ein gutes Werk. Das war wirklich ein Spaß, das zu sagen. Der kennt doch, dass ich bloß ein Kaminkehrer bin. Ja, du müsstest dich natürlich ein bisschen verkleiden. Ja. Pass auf, schau her, da habe ich ein Buch. Und in diesem Buch erscheint der Teufel als Jäger verkleidet. Aha. Ja, also mit einer Kotzen, mit einem Hut. Ja. Das ist kein Problem, das haben wir alles im Schub vertraut. Und wann soll dann die Komödie sein? So schnell wie möglich. Am liebsten noch heim. Ah, was um ein Hunderter, da mache ich einen Teufel seine Großmutter. Ja, das war recht, weil zu mir sagt er nämlich auch immer, mich soll gar einen Teufel holen. Sagt er zu dir? Nein. Dann holt er ihm den Teufel. Ich richte mir so zusammen, dass ihm aus dem Herz noch was in die Hosen fällt. Also, soll ich noch schnell die Arsch stinken? Stefan,
wenn das ging, dann stinkt. Ja, gut. Was sagt denn so ein Teufel überhaupt alles? Was so ein Teufel sagt, ja, der sagt, hui, ich bin der Teufel. Ja, und vergiss nicht, dass du nicht mehr gehst zum Friseur, ja. Weil der hat lauter so Sachen, wie man für den Fasching braucht, gell? Ja, ja, dann. Weißt du was? Nimm das Buch mit, ja. Da steht das alles drin, was du dringend wissen musst, ja. Was er sagt und was er alles braucht. Ja, und das sagt, kannst du mir das nicht sagen, wo das ist? Ja, ich komm gleich, ich muss bloß das Licht ausmachen. Geh doch gerade zu. Ich geh dabei. Kann nicht, dass der Bauer ein Händler ist. Gell? Komm gleich. So, jetzt muss ich wirklich bloß noch das Licht ausschalten. Dies gibt der Gaudi! Vielleicht, mein Lieber, ihr werdet schauen. Ihr werdet noch einmal miteinander. Ihr macht ein Fenster auf. Ich war schon so lang drauf. So ein paar Glaserle brauchen wir noch. Ein einziges Busse. Möchte ich nur. Vielleicht. Es ist jetzt an der Ruhe, so, na, du bist immer sehr schön. Also, zuerst muss ich noch, mein Lieber, nicht, dass der Teufel am Ende noch jemand daherführt. Das muss ich nämlich... Ah! Gottes Willen! Wer bist denn du? Ich bin der Teufel. Was? Du hast mich gerieben. Nein, kein Wort habe ich gesagt. Schrei nicht so. Wenn du noch einen einzigen lauten Ton von dir gibst, dann zerreiß ich dich in der Luft. Hast du verstanden? Ja. Knie nieder, Verruchter. Was soll ich tun? Hygien, so ist die. Ja. Und jetzt mach Reu und Leid. Hä? Ruhe und Leid sollst machen, erst das Licht. Dominus, wo bist du? Ich werde keine Schwere dazu. Was redet denn da so lateinisch? Ja, weiß ich, war einmal Ministrant. Das sind natürlich mildernde Umstände. Und jetzt sitzt die da nüber. Jawohl, Herr Teufel. Jawohl. Was ist denn Gottes Willen? Herr Teufel, was wollen Sie eigentlich? Ich werde jetzt gleich hören. Du hast 3417 Mal gesagt, dein Hof soll der Teufel holen. Ich? Na, da haben Sie einen verzählt. Du hast 4836 Mal gesagt, die Barbara soll der Teufel holen. Die schlafen da drum, die können es gleich schnarchen hören. Und du hast 5937 Mal gesagt, die Stasi soll der Teufel holen. Die schlaft auch da drum. Ich führe ja nach Hiebens wollen. Ich hole nicht die Stasi, sondern ich bin der Teufel, der die Güter holt. Ja, okay, das tut mir aber leid. Wo wirst du es denn heute überall hin? Du bist der Letzte. An Riedhofbahn von Peiting habe ich sein Radio geholt. Geh weiter, habt ihr drüben geholt? Und dann wird von Bachhausen habe ich seine Messer und seine Fleischmaschine geholt. Und der Hebamme von Zeidelfing habe ich ein Fahrrad. Jesus Maria, das ist ja alles in der Nachbarschaft. Das ist mein Bezirk, alles kann mich hören. Ja, was? Wieso Kaminkehrer? Weil ich als höllischer Kaminkehrer leichter durch den Kamin durchkomme. Hast du verstanden? Ja, wer lacht denn da? Ja, das ist mein Chef, seine Großmutter. Was? Ist die auch da? Die fliegt alle bei uns Haus rum. Das ist unser Aufklärer. Und wenn du noch einmal so respektlos mit mir redest, dann zieht sie durch den Kamin und zerreißt in der Luft aus, wie verstanden. Das ist ein gutes Glück. Herr Teufel, wollen Sie mich holen? Nein, wir haben bessere. Ja, Gott sei Dank. Heute um Mitternacht hole ich deinen Hof. Jesus, da bin ich ja ruiniert. Du hast das tausendmal verlangt und jetzt hast es. Ja, aber man wird doch einmal einen Spaß machen dürfen. Aber nicht mit uns.
Herr Teufel, kann man da keinen Tausch machen? Ich gebe Ihnen meine zwei Weiber, die Barbara und die Stasi. Ja? Nix vertauscht, geholt wird. Und morgen um Mitternacht, beim letzten Glockenschlag, da kracht's. Und übermorgen ist auf dem Platz nur noch ein ganzer freier Fleck und lauter Trümmer. Herr Teufel, darf ich Ihnen darauf aufmerksam machen, dass der Hof ja meinen Buben gehört? Du hast ja noch gar nicht übergeben. Morgen mache ich es in der Früh und der Teufel darf mich holen, der darf mich nicht holen. Nein, weil es wahr ist. Das könnte noch deine Rettung sein. Ja. Und mir bleibt ein Haufen Arbeit da spart, denn wenn man so einen großen Hof holen muss, da halt ich der Teufel. Also, was ist? Halte dein Versprechen und denk an dein Seelenheil. Ja, wir holen. Ah! Barbara, setz dich auf meinen Schoß. Ja, Barbara, oh, ja. Was ist denn euch? Ja, oh, Mann, steh wieder rauf, du bist mir schwer. Barbara, weißt du, wer gerade da war? Nein. Der leibhaftige Sperry Fankerl war da. Gottes Willen, ich meine, wer macht er heute nicht? Nein, Barbara, ich trau mich heute nicht mehr allein schlafen. Oh, ich schlaf halt bei dir. Oh. Das geht doch nicht. Warum? In meiner Kammer ist doch nur ein Bett. Das macht ja nichts, da leg mich ich rein. Was? Ja, und du setzt dich neben mich und bettst deinen Rosenkranz oder davor. Ja, wie es meinst, Dammerl. Jetzt geh doch gleich weiter, gell? Gib mal, du siehst das ja so. Ja, freilich, da darfst du auch zittern, wenn du eine solche Nacht vor dir hättest, gell? Oh. Geh auf da! Das sind da Märchen, wa? Das frisst ich nicht, was du mir da verzeihst. Dann frisst das halt nicht. Aber ich glaub's, weil ich selber gesehen und erlebt hab. Nichts hast geschenkt, einen Rausch hast gehabt. Ja. Da wäre auch kein Wunder, wenn dir der Teufel mal erscheinen tat, wenn du nicht mehr im Maul hast. Du, ich werde was sagen, ich habe ihm schon oft gesagt, mal ja, ein Teufel nicht an die Wand, sonst kommt er mal persönlich. Und schon war er da. Nichts war da. Keine war er da. Eingeschlafen ist er in seinem Rausch. Und nachher hat er vom Teufel geträumt. Träumt, von wegen. Und der andere sitzt da vor mir, leibhaftig. Da siehst du heute nur die höllischen Spuren. Ja, hör auf, spiel mich nicht da. Du bist auch eine höllische Spur. Ja. Das ist ein Ruß. Ja, eben. Hast du schon mal einen Teufel gesehen, der voll Mehl war? Ich schon. Unser Bäcker. Und das ist ein sautummer Teufel. Ja, spott du nur zu. Aber ich weiß, was ich weiß, mein Lieber. Ich hab's ja lieb. Ja. Mein Lieber, wenn er raus ist, das heißt der Limse, da was kracht und gestunken hat und alles gleich. Das kann ich beschwören. Ja. Weil wie ich dann gleich ins Stumm reingekommen bin, da hat er so nach Schwede gestungen, dass ich bald keine Luft mehr gekriegt hätte. Das müsst ihr weiter erzählen. Aber schon. Du wirst zum Gespött von allen Leuten. Ja, aber da muss doch was geschehen. Heute um Mitternacht hat er gesagt, komm da wieder. So eine Nacht mache ich nicht mehr mit. Da hast du nichts geschehen. Du hast dich daran erinnern, gell? Was ich da gesagt hab. Ja, pass ja. auf, mach dir einen Vorschlag. Ja. Morgen machst du eine Wallfahrt nach Zell zu den 14 Nothelfer, kaufst dir eine 20 Pfund schwere Kerzen und tragst das mit einer Hand wieder heim. Was? Da bin ja ich hin. Das macht gar nichts. Das ist immer noch besser, als wenn die der Teufel holt. Ja, das sag ich auch. Und ich gehe auch mit Damian, gell? Und ich stift auch eine Kerze. Oh, damit wir eine recht glückliche Ehe haben werden. Was? Iberika! Was wäre denn du? Ja, Hansel Bauer. Wir zwei sind uns schon einig, gell, Damian? Nix an mir. Einig sind wir uns seit heute Nacht. Und wenn du nicht dagegen hast, dann machen wir eine Doppelhochzeit. Aber soll ich denn da dagegen haben? Im Gegenteil, das freut mich. Gell? Das vergönne ich ihm. Gratuliere. Ach, ich bin hier.
Da kriegst du ein braves und gottesfürchterliches Weib. Die Barbara treibt den Teufel besser aus als der Pfarrer. Oh, ich sehe schon, ich bin am Teufel so und so verfallen. Aber die schmiere ich aus, mein Lieber. Wen schmierst du aus? Ja, dich nicht, wollte ich sagen. Nein, ja. Den Teufel, den schmiere ich aus. Oh. Ich glaube allerweil, dass der Teufel die ausgeschmiert hat. Ja, möchtest du den Höllischen noch die Stange halten? Ich schon. Was? Also den Teufel, der dich heute Nacht ein bisschen heiß gemacht hat, dem zahl ich ein Fassel Bier. Das ist nicht so klein. Also, mir auf, du kannst nichts Besseres machen, als fleißig wallfahrten und heiraten. Barbara, meine Gratulation. Dankeschön. Vor der Hochzeit sehen wir uns noch, gell? Also, nicht vergessen, 20 Pfund. Sag einmal, wie kommst denn du eigentlich dazu, dass du mit dem Handelbau eine Doppelhochzeit ausmachst? Ja, sag einmal, warum bist du denn jetzt mit mir auf einmal so grob? Ja, weißt du, wo ist? Heute Nacht warst du viel liebenswürdiger. Ja. Hast du immer vom Heiraten geredet? Ja, du? Und wie schön, dass wir es uns machen in unserem neuen Auftragsstübel. Dann muss mir der Teufel beim Knack gehabt haben. Nein, mich hast du im Arm gehabt. Das ist das Gleiche. Oh. Und wenn ein Mann eine Frau im Arm hat, dann hat er sie entehrt. Und folgedessen werde in 6 Wochen geheiratet. Hast du mich verstanden? So, das der Säckele, du liebes kleine Säckele, jetzt darf ich dir draußen Kaffee trinken, gell? Du musst dich nämlich schön langsam an mich gewöhnen. Ich komm gleich, gell? Ich muss noch mein Gewissen erforschen. Darf man aber ja nicht so ausbleibst, gell? Ja. Ich werde nämlich schad um jede Minute. Ja. Geh du mein Schnurzelfurzi. Nee, um Gottes Willen. Ja, was für ein Teufel für ein Unheil anrichten kann. Morgen, Höllreiter. Ja. Was haben Sie denn? Ja. Warum denn so finster? Oh, ich wundere mich, dass ich überhaupt noch lebe auf so eine Nacht. Wieso, was ist denn gewesen? Oh, allerhand, mein Lieber. Na, und der versprochene Wein ist auch ausgeblieben. Ja, den hat der Teufel mitgenommen. Oh, Entschuldigung, der Herr Teufel. Oh. Ja, war denn der da? Ja, heute Nacht. Ja, wieso ist er da nicht zu mir gekommen? Seid froh, das sage ich nicht. Hat denn der gar keine Nachricht hinterlassen, dass er wiederkommt? Oh. Heute um Mitternacht hat er gesagt, kommt er wieder. Ja, da werde ich ihm aber meine Meinung sagen. Ja, das nützt jetzt nichts mehr. Heute Nacht hätten sie da sein sollen. Jetzt ist es zu spät. Okay, für nichts ist zu spät. Ja. Man muss nur einen festen Willen haben, dann setzt man alles durch. Ja, den Willen hätte ich schon. Aber trauen tue ich nicht mehr. Okay, so ein kräftiger Mann und ohne Schneid. Schade, dass heute mein letzter Tag ist. Ja, sehr schade, gell. Ui, Fräulein Hilde, Sie müssen unbedingt wiederkommen. Ich brauche Ihnen ganz dringend. So, ich muss wiederkommen? Ja. Ja, wann muss ich denn da wiederkommen? Passen Sie auf, morgen gehe ich zum Wallfahrten, da bin ich irgendwann wieder daheim. In 3 Tagen. In 3 Tagen müssen Sie da sein, weil sonst kehre ich der Katz. Okay, Sie kehren bestimmt nicht der Katz. Oh. Bei Ihrem Aussehen. Ja. Kehren Sie doch zu ganz jemand anderen. Wirklich? Fräulein Hilde, Nadel, du hast mir wieder eine Seele eingehaucht. Ja, jetzt fühle ich mich wieder Adam nach seiner Erschaffung. Dann wäre ich die Eva. Genau, ja, jetzt haben Sie mich. Sie sind die Eva. Ja, Sie werden meine Eva. Die Eva werden Sie. Ja, mein Lieber, und jetzt gehe ich zur Schlange und trinke einen Kaffee mit dir. Dass ich von da wegkomme. Allmählich nehme ich diese Zutraulichkeiten untragbare Formen an. Mich muss wissen, warum meine Uli nicht zu mir gekommen ist heute Nacht. Morgen, Stati. Guten Morgen. Ihr macht alle so finstere Gesichter. Was ist denn los? Hast du Liebeskummer? Ich glaube schon. Oh, gell, warum denn? Warum? Weil bei der Nacht alle Kier schwarz sind. Und am Tag schaut mich keiner an. Was? Das muss
mir jetzt aber schon genau erklärt. Fräulein, jetzt schauen Sie mich mal an, gell? Ich schau doch deppert aus. Na, Stasi, das finde ich nicht. Ich finde eher, du schaust unvorteilhaft aus. Das ist doch dasselbe. Aber Stasi, der Schaden kann doch leicht behoben werden. Hä? Du probierst doch mal mit einer anderen Frisur. In der Früh habe ich dazu keine Zeit und auf die Nacht, da rentiert sich das nimmer. Gerade war es wichtig. Die Zeit musst du halt nehmen. Jeder Mann möchte eine hübsche Frau. Eine hübsche Frau? Ja. Dann kriege ich nie eine. Du weißt was. Jetzt kommst du mit auf mein Zimmer und dann werde ich mal ein bisschen auffrisieren. Hm? Ehrlich? Hat Zeit? Ja, dann nehmen wir halt die Zeit. Mei, was tut man nicht alles aus Liebe, ja. Gell? Ja! Ja, du, komm aber gleich, weil ich weiß nicht, ob ich nicht jeden Moment abgeholt werde. Ja, ich bin gleich da. Ja. Ich muss die Barbara abwibbeln. Was ist denn los? Ich dachte, weißt du was, ich hätte eine Bitte an dich. Ja. Magst du nicht vielleicht den Sessel abputzen? Was? Der ist nämlich voller Ruß, aber bitte schon mit dem heißen Wasser, sonst geht das nicht weg. Ja, wie kommt denn da ein Ruß hin? Das, glaube ich, Albe, weißt du besser wie ich. Ich? Ja, du. Und für die Gefälligkeit, dass man das macht, kriegst du ein halbes Dutzend silberne Haarnadeln. Wirklich? Ja. Mein Barbara, die kann ich aber gut brauchen. Ja, das, glaube ich. Jetzt. Na komm, dann kriegst du gleich deine Haarnadeln. Ja, die mag ich. Weißt du, Stasi, du musst dir eines merken. Die Mannsbilder, die sind Deppen. Die geben nur was auf das Äußere. Ja, meinst du nicht, dass du deine Haarnadeln dann noch selber brauchst? Was schlaft denn heute das ganze Haus? Was mit dem Stuhl? Das ist ja voller Ruß. Herrschaft, Zeit ist eine Schlamperei bei uns. Danke schön, Papa, okay. Danke schön. Ja, Magnus! Das darf ich ja nicht mehr sagen. Warum? Ja, weißt du, jetzt bald der Bauer wirst. Wir haben nämlich gewonnen! Wieso? Wieso? Weil heute noch der Notar kommt. Zu was? Zu was? Weil sich dein Vater heute noch übergibt. Also da kennt sich der Teufel aus. Ah, du schau her. Bist du schon oder noch auf? Ich hab heute schon die untere Leitung gemacht. Tja, du hast den Omnibus schon gesehen. Ja, was kümmert mich der Omnibus? Oh, jetzt brauchst du nicht mehr ärgern, Bull. Heute kommt der Notar und dann übergebe ich dir den Hof. Ah, schon wieder mal? Ja, ich muss ja, weil mich sonst der Teufel holt. Ich meine, mit der Weiberwirtschaft da. Ich meine, der hat ja aber schon oft geholt, hä? Ja, aber noch nie so wie heute Nacht. Wieso heute Nacht? Ja, ich wollte sagen, noch nie ist mir so zu Bewusstsein gekommen, wie heute Nacht, dass es gescheiter ist, wenn ich übergib. Ja. Ja, aber da hängt noch eine kleine Bedingung dran. Aha. Ich meine, eigentlich bin ich ja noch viel zu jung zum Übergeben, nicht? Aber ich hab mir gedacht, man kann sich ja auch im Austrag das Leben noch schön machen, gell? Und? Ja, ich werde wahrscheinlich noch einmal heiraten. Geh, Vater, in deinem Alter. Was denn, sagt das nicht? Du, auch der Herbst hat noch seine schönen Tage. Na, weißt, wenn ich so anschaue, Manni, bist eher am Winter anfangen. So merkt er eins. Wenn auch auf den Bergen schon Schnee liegt, kann im Tal immer noch Frühling herrschen. Bleib in der Nähe, Magnus. Der Notar kann alle im Moment kommen, gell? So, mein Lieber, jetzt seid's ausgeschmiert. Du da drin und dein Bruder da und der Teufel. Jesus Maria, ich hab dir bloß einen Spaß gemacht. Na, Gott sei Dank. Grüß Gott. Grüß Gott. Du kennst mich scheinbar nicht, he? Nein, ich kenn dich nicht. Ich kenn dich gut. Ja, woher? Ja, weißt, der Teufel führt oft Leute zusammen. Du darfst bei mir nicht so viel vom Teufel reden, gell? Das ist in meinem Haus sehr gefährlich. Ja, das kann ich mir denken, ja. Wo bist denn du eigentlich her? Von Bachhausen. Von Bachhausen? Mhm. Jesus Maria, du hast doch heute Nacht nicht irgendwo was gestohlen? Ja, doch, beim Wirt.
Die sämtlichen Messer und die Fleischmaschine hat der Teufel geholt. Um Gottes Willen, Jesus Maria. Dann ist also doch wohl. Was ist wohl? Nichts, was mir die Leute erzählt haben. Ach, ja. Was willst denn du eigentlich? Ja, mit der Stasi möchte ich gern reden. Tja, was denn? Ja, das geht dir nichts so. Das geht mir nicht so. Aha. Das heißt, das WG? Ja, wenn du so nicht weißt. Für dich Gott. Was? Ja. Du gefällst mir, mein Lieber. Du gefällst mir schon lang. Tja? Mhm. Ja, ich kann ja mal schreiben, gell? Also gut, ja. Für die Notzug, gell? Stasi! Stasi, komm mal! Wenn der wisst, wer ich heute Nacht war, dann darf mich der Teufel holen. Ja, wie schaust denn du aus? Ja, ich mein, gefalle dir nicht. Doch, doch. Direkt zum Fressen gefallst du. Wirklich? Ja. Stefan. Was denn? Dann fries mich! Aber nur ein Stückerweise, weil ich dann mehr hab davon. Du, warum bist du eigentlich schon wieder da? Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich Bezirkskaminkehrermeister wäre. Wirklich? Und wenn du magst, kannst du Bezirkskaminkehrermeistersgattin werden. Freilich mag ich das. Aber erst, wenn der neue Bauer für mich einen Ersatz hat. Hat jetzt der alte wirklich übergeben? Freilich. Oh. So gut, wie du den Teufel gespielt hast, ist ja mir gar nichts anderes übrig geblieben. Das ist recht. Oh mein Stefan, der Magnus wird glücklich werden. Genauso, wie wir zwei glücklich sein, gell? Du, geh mal mit, Da schau her, ich möchte mal sehen, wie ein Brautbild ausschaut. Schön. Nein, ist das schön. Schön. Sag mal, wie kannst du uns so erschrecken? Ja. Weißt du, das Neueste ist, wir zwei heiraten. Ja. Na, meine herzliche Gratulation, gell. Danke schön. Ja, dir sei ja. Alles Gute, gell. Danke. Man möchte nicht glauben, gell, was so ein Teufel alles fertig bringen kann. Was denn für ein Teufel? Den meine ich kennst du besser. Oha. Ich meine, das spannt was. Ja, mit mir hat es auch schon so komisch dahergeredet. Ich glaube, es ist gescheiter, wenn ich mich schleiche. Du, wann kommst du denn wieder? Heute abends, wenn es finster wird, hinterm Stadel, ja. Bin ich wieder da. Da bin ich dann auch, gell? Ja, ist schon recht. Also für dich dabei. Bis heute auf die Nacht. Ja, servus. Für dich. Oh nein, heute, meine ich, wird's wieder lang nicht Nacht werden. Stasi? Ja? Geh, gib mir doch noch einen Reiseproviant. Freilich. Also, heute Abend hinterm Stadel. Bis auf die Nacht. Ja, los. Jetzt ging es nicht. Mein Lieber, jetzt bin ich aber froh, dass Sie endlich da sind. So. Ich habe mir schon die Augen ausgeschaut nach Ihnen. Stasi, ja. Schick mir mal gleich die Magnus weg. Ja, warum bin ich auf einmal so eilig? Ja, das hat seine Bewandtnis. Ach so. Wissen Sie, möchte, dass der Hof zum Teufel geht. Und je eher wir uns einig sind, umso besser. Barbara, ja. Bring mir mal einen Schnaps und zwei Käse. Sie trinken doch einen, Herr Notar. Ich bin nicht abgeneigt. Der Omnibus, der hat mich ja so durchgerüttelt, ja, dass mir so ein Magenregulator nicht schaden kann. Also, wie gesagt, einig sind wir uns da schnell. Ja. Du hast ja die Austragsbedingungen schon vor Monaten festgelegt. Und wenn dein Sohn keine Einwendungen macht... Ja, mach keine. ...umso schneller geht's. Ja. Grüß Gott, Herr Notar. Oh, ja. Oh, da ist der Schnaps. Also, dann können wir jetzt gleich anfangen, gell? Wieso, mir? Ja, mir halt. Ich bin doch jetzt auch mitbeteiligt seit heute Nacht. Miss Amsel. Ach. Prost, Herr Rochard. Prost, Mrs. Amsel. Also, ich lese euch das jetzt einmal vor. Nein, nein, die Frau kann es gar nicht vorlesen. Jetzt gehen wir gleich zu den Austragsbedingungen. Ja, was redest denn du, oder was? Ja, grüß Gott, Herr Notar. Ja, grüß Gott. Tu es doch gleich her, dann unterschreibe ich gleich. Ja? Ja, nur langsam. So was unterschreibt man nicht blindlings. Wir sind gerade beim Wichtigsten, bei den Austragsbedingungen. Aha. Ich lese euch das jetzt einmal vor. Na, na, das ist ja... Paragraph 1 zum täglichen Lebensunterhalt. Frühstück, Brotzeit, Mittagessen, Nachmittagsbrotzeit, Abendessen und Nachtjause ohne Abzug jeglicher Abzüge wie Mehrwertsteuer. Das ist schon ein Schmarrn. Vater, ich wollte nicht hintergehen. Du hast doch gesagt, dass du heiraten willst. Ja,
Na, muss doch alles doppelt sein, oder? Ach so, ja. Trägst du dich wirklich mit der Absicht, dich noch einmal zu verheiraten? Freilich, das ist alles schon ausgemacht. Und in 3 Tagen ist das Stuhl fest. Um Gottes Willen, da muss ich ja ganz neue Austragsbedingungen ausarbeiten. Ah, da brauchen Sie gar nichts ausarbeiten. Das gebe ich Ihnen jetzt alles gleich an. Aha. Also, jetzt schreiben. Ja, ich schreibe. Täglicher Naturalien. 6 Eier, Mehl, ein halbes Pfund Schmalz, Obst und Gemüse nach Bedarf, Wölken, die 4 Pfund Fleisch verschiedener Art, Tierweih und Weihnachten, der ganze Fester, der Pfund, Holz, Doppel, Doppel, Rennen, Doppel. Bei Todesfall sterben wir ganze erste Klasse und Seelenmäßig auch doppelt. Um Gottes Willen. Aber jetzt sagen Sie mir das noch einmal langsam zum Mitschreiben, ja? Warum können Sie das nicht merken? Ich habe es ja auch merken müssen. Also gut, ich arbeite das in meiner Kanzlei aus und übermorgen könnt ihr dann unterschreiben. Ja. Wenn ihr da ist spät, gibt es denn da keinen anderen Ausweg? Ja, wenn sich die Parteien einig sind, könnten wir einen Zusatzparagrafen, ein sogenanntes Kodizil machen. Ist das was zum Essen? Ja, danke. Das machen wir. Also gut, dann schreiben wir. Im beiderseitigen Einverständnis gilt als Zusatzparagraf, Doppelpunkt, im Falle einer Verheiratung des gegenwärtig verwitweten Damian Höllreuter verdoppeln sich die Austragsbedingungen. Ist das so recht? Wunderbar, Herr Notar, ja. Wunderbar. Ist mir ja aus, mein Lieber. Nein, nix da. Was? Das muss heißen, durch Verheiratung mit Barbara Neuwied verdoppelt sich der Austrag. Ja, heiratst du meinen Vater? Ja, selbstverständlich, hast du eine Nacht hinaus? Nein, so wäre geschrieben, wie wir gesagt haben. Nix da, so wäre geschrieben, wie ich gesagt habe. Also gut, dann heißt es. Im beiderseitigen Einverständnis, nein, so können wir nicht schreiben. Also schreiben wir. Durch Verheiratung mit seiner Haushälterin Fräulein Barbara Neuchel verdoppeln sich die Austragsbedingungen. Eine genaue Detaillierung wird als Nachtrag beigefügt. So, und jetzt unterschreibt ihr. Da fällt mir ja gar nicht ein. Da fällt ja mir nicht ein. Und wenn der Teufel persönlich daherkommt. Du Bauer? Bauer, da kommt einer, der möchte mit dir reden. Ja, was will er denn? Das weiß ich nicht. Er hat gesagt, er heißt Teufel. Ja, was? Der hat doch gesagt, der kommt erst Mitternacht. Jetzt ist erst Mittag. Ich werde mich doch nicht verheert haben, Herr Notar. Herr Notar, wie hat den Vertrag herstellt? Geben Sie mir Gottes Willen. Ja, warum denn jetzt auf einmal so einig? Ja, das verstehen Sie nicht, Gott sei Dank. Das hat noch gern. Barbara, Barbara, verlassen Sie mich, bleib bei mir. Ohne nein. Nein, hol ihr gleich die Kerzen oder geht zum Herrn Pfarrer und sagt, er ist schon wieder da und er soll sofort verhaften. Ja, ja, da bin ich nicht auf. Ja, da ist es, um Gottes Willen. Hosianna, Hosianna. Was sind das denn für merkwürdige Sitten und Gebräuche hier? Na, die kenne ich schon, mein Lieber. Wenn du heute anders ausschaffst, aber wir haben ausgemacht um Mitternacht, gell, nicht um Mittag. Wir kennen uns doch gar nicht. Das ist ein Lüger, der Teufel, ha? Aber der Vertrag ist schon unterschrieben, gell? Das ist mir aus dem Kopf, wo man sonst hergeschleppt. Sorry. Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Ich will gar nichts von dir. Aber du willst was von mir, weil du geschwitzt hast, gell? Ich will die junge Dame abholen, die bei Ihnen wohnen soll. Was? Na ja, da fängt sie gleich auf den ersten Stock, da drum ist sie. Ja, ich nehme dabei den Koffer und bringe ihn der Dame, gell? Mei, sind Sie ein schöner Teufel. Sag mal, spinnst denn ihr alle miteinander? Ja, ist das, wenn der Herr Pfarrer da war? Das ist ja so. Also das wäre jetzt alles erledigt, bis auf die unnütze Aufregung. Was sind Sie unnütze Aufregung, wenn der leibhaftige Spare Fankerl da steht, oh? Grüß Gott, Herr Doktor, was machen denn Sie hier? Grüß Gott, Herr Notar. Ich bin scheinbar in eine verzwickte Lage geraten hier. Oh, ja. Wieso, Doktor, kennt ihr euch hier? Ja, wir sind gewissermaßen Kollegen. So, kommen Sie auch von Grund. Jetzt kennen wir ja gar nicht mehr raus. Sind Sie nicht der Teufel? Doch, aber der Rechtsanwalt, Dr. Teufel. Hä?
Ja, wie man nur so einen blöden Namen haben. Ich hoffe, Sie haben mich nicht mit meinem teuflischen Namensvetter verwechselt, oder? Ja, na. Das ist einmal schon sympathischer wie der andere Teufel. Warum sind Sie eigentlich da dann? Weil ich der jungen Dame, die für 3 Tage bei ihm wohnte, die Kleider gebracht habe und sie wieder mitnehmen werde. Ja, Sie sind aber ein netter Teufel. Oh, ich soll sagen, die Fräulein Hilde kommt gleich, gell? Ich darf mich jetzt wohl verabschieden. Sie fahren selbstverständlich mit mir. So. Hoffentlich fahren Sie nicht so, wie Sie reden. Ich fahre jedenfalls besser, wie Sie zu sehen vermögen, lieber Kollege. Wie meinen? Hören Sie doch auch schlechter. Olli! Olli, bin ja so froh, dass du wieder da bist. Na, Busserl kriegst du keins, weil du heute Nacht nicht zu mir gekommen bist. Herr Doktor, das Fräulein ist wohl Ihre Braut. Nein, Sie irren sich. So. Sie ist seit 6 Wochen meine Frau. Gell, Hilde Mausi? Hilde Mausi, sagt er. Hilde Mausi. Und seine Frau? Mein Gott, jetzt ist alles beim Teufel. Das hätte ich auch gar nichts gützen, so. Weil ich als deine Frau im Vertrag drinstehe. Oh Gott, das ist... Sind wir doch etwas schuldig? Ich hab das was gern geben, gell? Dankeschön. Im nächsten Urlaub kommen Sie dann einmal besuchen, gell? Also, du wirst mich kaum mehr antreffen. Ich tue ab heute nur noch Wallfahrt. Ja. Also dann, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Stasi. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Viel, viel Glück in der Ehe. Danke, das kann ich brauchen. Also fahren wir. Also dann, auf Wiedersehen. Nach Ihnen. Nach Ihnen. Also. Diesmal kann man wirklich sagen, das Fräulein hat der Teufel geholt. Ja, und mich halt der Großmutter. Bauer, da brauchst du gar nichts denken. Schau, es gibt arme Teufel, das bin ich. Es gibt verliebte Teufel, das bin ich. Und es gibt tarische Teufel. Und das bin ich. Ein seidenes Holztürchel? Nein, muss nicht sein. Ja, oder ein Blusen? Hab ich doch schon eine. Oder eine silberne Halskette? Das ist so teure Sache. Nein. Ja, oder Geld? Siehst du, jetzt sind wir genau da, wo ich hin möchte. Wir waren mit 50 Mark. Gut, Stasi, die kriegst du von mir. Und mehr Lohn kriegst du auch, wie ich Bauer bin. Ja? Ja. Das freut mich. Und von mir kriegst du Brautschuhe? Haha. So, jetzt muss ich aber die freudige Nachricht sofort zu meinen Leitfahren bringen. Verstehst? Also, für dich. Schönen Gruß an die Christi, gell? Ja. Die Puzzle wirst du dir selber bringen, hä? Jo, Hansenbauer! Hast vielleicht schon die Frau schon ein Bräutigam? Weil das ein Glückstag heißt. Also, wenn du nicht gewesen warst, dann schau mir es nicht so freundlich her. Nein, also. Stasi, ich kann nicht anders. Ich muss dir jetzt ein Puzzle geben. Was hast du denn? Ach, so schmeckt es. Ja, so schmeckt es. Hat es dir gefallen? Ja. Du, das hat mir so gut gefallen, dass ich gleich nicht mehr aufhören möchte.
Musst du ja da meinen Schatz umschauen. Noch hast du es alle Tag. Okay. Wer mag denn mich mit meinem Bläden ausschauen? Okay, Stasi, musst du halt ein bisschen herrichten. Für mich war es gescheiter, wenn ich mich herrichten darf. Jetzt Spaß beiseite. Weißt du, Magnus, das ist so ein Kreuz bei mir. Ich muss einen falschen Vater gehabt haben. Deswegen bist du doch ein lieber Kerl. Das sagst du jetzt nur, weil da nichts anderes einfällt. Guck mal, Magnus, der Herr, da ist jetzt Handtuch. Was ist? Soll ich das Wasser auch gleich herrichten? Nein, ich geh zum Bach runter zum Baden. Führst du euch dabei? Ja, Alter, dann führt mich. Also, das sag ich dir. Der Magnus, der gerade auch seiner Mutter noch, weil vom Vater hat der gar nichts. Du hast da wieder einen sauren Verdruss eingehandelt bei unseren Bauern. Ich? Ja. Hey, wieso denn ich? Wann schimpft und kränkelt denn der nicht, das frage ich dich. Ich hab ihn auch so dick. Weißt du, was der Gieser hat? Was denn? Der, den mich meint hat, den darf ich als Latter Gemeinheit heiraten. So, wenn der Mann bald 20 Jahre lang ohne Frau ist, dann werden die bösartig für die Affen. Der braucht unbedingt eine Frau. Da darf er seine Hitze schon vergehen und er darf gleich nicht mehr so gottlos daherren. Ich sag dir was, Stasi, mir lässt dir jedes Mal ein kalter Schauer den Rücken hinunter, wenn ich bloß das Wort Deise her. Herein! Ah! Was redet denn dir mit der Deise? Bei uns brauchst du um gar nichts wundern. Schau ich so greislich aus? Nein, natürlich nicht. Na also. Ich mein, so wie halt der Kaminkehrer ausschaut, das gell? Das meine ich auch. Willst du bei uns kehren? Nein, nein, ihr kehrt nicht zu meinem Bezirk. Drum kenne ich dich auch gar nicht. Nein, mir ist die Luft ausgegangen, weil ich einen Hufnagel habe in meinen Hintern. Hat der Gaul geschlagen? Lass mich noch gerade ausreden. Also. Die Luft ausgegangen ist mein Hinternradl von meinem Fahrrad. Und jetzt wollte ich fragen, ob ihr vielleicht ein Flugzeug habt oder so. Nur Nagel und Farbe. Na, es schafft Zeit, da kann ich den Schinter kaum nur eine Stunde schieben. Warum? Wo musst du denn hin? Nach Bachhausen. Nach Bachhausen? Ja, dann nimm doch einen Omnibus. Geht da noch einer? Freilich. Ja, um 6 Uhr geht der Letzte. 6 Uhr? Ja. Dann habe ich ja noch genug Zeit. Ja? Ja. Also, ja, dann jetzt sag ich noch viel Zeit. Ja. So, geh weiter. Sitz dir ein bisschen her. Dankeschön. Sitz schon. Ja, halt weiter. Du hast mich ganz rausgebracht. Der Kaminkehrer, der sitzt in dir. Was meinst du, wie du eure Sesel ausschauen dann? Ach so. Ja. Bist du die Tochter da vom Haus? Nein, ich bin leider nur der Hausdepp. Okay. So deppert schaust du aber gar nicht aus. Wirklich? Du bist aber ein Kavalier. Die Wahrheit darf man doch sagen. Dankeschön. Ehrlich. Weißt du, was ich jetzt sag? Was sagst du mir denn? Ich lass mich Radl bei euch da und morgen oder übermorgen, da hol ich's wieder. Ja gut, und ich stehe das dabei in Schupfen, dass wenigstens unterm Dach ist. Ja, das ist nett von dir. Ja. Dafür kriegst du auch was von mir. Ja? Ja. Was denn? Nürnberger Busser. Bist du ein Nürnberger? Ja, das sagt man halt so dazu. Man lernt nie ausgehen. Den nimmst du dann als Betthupferl. Als Betthupferl? Ja. Das ist doch unsittlich. Ja. Das ist doch was Süßes. Ja. Also, morgen oder übermorgen, hol ich's wieder. Gut. Fertig. Dann holst du es wieder sein, Radl, gell? Fertig. Weißt du, was wir denn? Nein. Ich gehe jetzt noch lieber schnell mit dir und sag dir, wo ich das Radl in Schupfer reinstelle, ja, dass das morgen auch findest, wenn es ja kommt, gell? Ja, ich sag das jetzt gleich. Hat jetzt mich dieser Teufel erschreckt. Aber in dem Haus da herin, da war es ja kein Wunder, wenn man bloß noch lauter Teufel sehen darf. Mein Gott, wo sprichst du denn jetzt extra von der Arbeit weg? Ja, weil dir was zeigen muss, was ich gefunden habe. Ja, ist jetzt weg hier, wo ist denn? Ja, lass mir Zeit. Ich war da gerade beim Bach drum, beim Baden. Ja? Und auf einmal schwimmt eine Limonadflasche daher. Nein. Und was meinst du, was drin war? Eine Limonade. Okay, eine Holzflasche schwimmt doch nicht. Schwimmt nicht. Ein Brief war drin. Was? Ich hab die Flaschen gleich erschlagen. Da ist er her. Ja, was sehe ich da damit? Lesen. Lesen. Gut, ja, mal lesen. Lieber Finder. Der gehört nicht mehr, ich heiß nicht Finder. Damit ist doch derjenige gemeint, der das Flaschen findet. Ach so. Bin ungefähr einen Kilometer weit auf der rechten Seite des Baches
Bei dem seidenen Gebüsch. Weidengebüsch. Feigrot, Weidengebüsch. Beim Sonnenbaden. Du, von wem ist denn der Brief? Na, so viel ich weiß, von einem Weiberleid. So. Scheinbar war ich eingeschlafen. Jedenfalls war ich beim Erwachen meiner sämtlichen Kleider. Du Kartoffelschein, gell? Kleiderstrümpfe und Schuhe berauscht. Ja, was liest denn da alles zusammen? Das heißt doch gar nicht so. Ja, dann liest selber, wenn du das besser kannst. Also. Jedenfalls war ich beim Erwachen meiner Kleider, Schuhe und Strümpfe beraubt. Beraubt. Beraubt, bitte. Sodass ich jetzt außer meinem Badeanzug nichts mehr habe. Bitte holen Sie mich bei entsprechender Dunkelheit mit... Mein Gott, du liest ja noch mehr Schmarrn zusammen wie ich. Bitte holen Sie mich bei einbrechender Dunkelheit mit einem Mantel oder sonst einem passenden Kleidungsstück ab, damit ich nicht die ganze Nacht hier kampieren muss. Ich hoffe, dass diese Flaschenpost aufgefangen wird. Hilde, wie war's die? Unlesbar. Ist aber ein blöder Name. Was sagst du dazu? Okay. Die Städtische soll der Teufel holen. So abgelegen kann der Winkel gar nicht sein, dass die nicht hinfinden. Nein, die wird der Teufel nicht holen. Die wird ich abholen. Ja, freilich, wollte dir nichts dümmer sein. Okay, Vater, man kann das arme Mann nicht halber nackert die ganze Nacht draußen lassen. Ja, ja. Was meint, dass die für Angst aussteht? Wenn ich da draußen stehen müsste, wie die Eva, um ja, Gottes Willen. Da darfst du deine Hitze noch mal rausziehen. Ich hol jetzt meinen Mantel und dann hol ich das Mantel ab, gell? Da, du bleibst da. Jetzt war mir das Wahre. Du stehst jetzt kurz vor der Hochzeit. Da darf keine Versuchung an dich herantreten. Wie gesagt, ich hole jetzt ich. Was? Ich bin auch eine Tochter der Eva. Du? Ja, freilich. Bist ein Teufel sein Unterfutter. Jedenfalls schickt sich's besser, wenn eine Frau zu einer Frau kommt, ja, die wahrscheinlich genauso darstellt, als wie es unser Herrgott erschaffen hat, ja, nicht? Weiter, ja, bring mir deinen Mantel. Gut. Nix da, nix da. Du gehst in deine Küche und riechst das Abendessen her. Zu einem Fall, da gehört ein kräftiges Mannsbild her, nicht wahr? Ja, wer weiß, ob das Mädel nicht so schwach ist, dass man es tragen muss. Ja, möchtest du es vielleicht am Ende du holen? Ja, natürlich. In meinem Alter kann einem die Versuchung nicht mehr so stark an. Ja, und tragen möchtest du sie auch noch? Ja, na. So, so, da schau nicht her. Wir haben gedacht, du darfst nichts schwarz tragen mit deinem kaputten Kreis. Okay, weiter. So eine Flirt macht doch mir nichts aus. Aha, ja, aber ich bin draußen war. Ja. Ich darf bestimmt nicht reintragen, gell? Nein, da hat ich einen Kranen ausschütteln. Denk dir nichts, Barbara. So schwer bist du auch wieder nicht. Götter, du bloß nicht frech, wenn ich sage. Komm, geh weiter, geh ihm nach. Das fällt mir doch gar nicht ein. Da weiß ich mir schon was Besseres. Ich geh zu meiner Christel. Da weiß ich wenigstens, was ich hab. Und der Vater muss ja schauen, was er kriegt. Der hat sich doch noch nie was gekümmert, um das Weiberleid. Aber natürlich, wenn die Zeitungen alle voll sind von lauter nackerte Frauenzimmer, da kann sich auch ein Mannsbild für die nähere Umgebung überhaupt nicht mehr interessieren. Du Barbara, was ist denn? Spinnt er? Wer er? Ja, wer? Unser Chef, der Herr Baum, Fünfer. Warum? Warum? Weil der bei der Hitze mit dem Mantel über den Abend beim Ofen ausgeht. Der will sich eine Rettungsmedaille verdienen. Das verstehe ich nicht. Bach aufwärts ist eine städtische beim Baden. Der Zuffer? Nein, beim Baden. Und da haben sie ihr die ganzen Kleider gestohlen. Und jetzt bringt ihr der Bauer einen Mantel auf, weil der so ja gar nicht zu uns reden kann, nicht? Ja, warum? Ist denn die nackert? Viel wird's nicht anhaben. Mann, ja, woher weiß denn eigentlich der Bauer, dass da so eine städtische Nackerte draußen ist? Hä? Durch eine Flaschenpost. Ja, tragt denn die Post jetzt schon Flaschen? Da geht ihr mich, bist du? Ach so, was das? Ja, das war ja so. Die hat einen Zettel geschrieben, hat ihn in die Flaschen rein, hat die Flaschen zugemacht und bieet hat es am Boden unterschwimmen lassen. Und unser Magnus, der zufällig beim Baden war, der hat die Flaschen wieder rausgefischt. Verrückt! Ja. Warum bist denn du nicht raus und hast das geholt, die städtische Nackerte? Weil er mich nicht lassen hat, der Wüstling. Ach so? Ja, bringt dich der vielleicht die doch her? Ja, freilich, wo soll das denn sonst die da? Der kann doch das Weibers nicht die ganze Nacht draus stehen lassen, wo es nichts anderes am Leib hat, als wie die Haut.
Das ist freilich wenig, aber für unseren Bauern klangt's. Nein, da wird er seine Bart lang wieder auszutreiben. Nein. Allzu viel wird er nicht hängen, weil es schon bald finster wird. Ich sag dir was, bei sowas kriegen die Mannsbilder Augen wie eine Katz. So? Du sag einmal, was wollt denn übrigens dieser Kaminkehrer da bei uns? Der Kaminkehrer? Jaha. Ja, was? Das ist so. Ja, wie ist er das? Dem ist von seinem hinteren Radl die Luft ausgegangen. So? Ja, jetzt hat er es bei uns im Schupfer eingesteigt. Ja, und morgen oder übermorgen, da kommt er dann wieder ein Heules. So, so. Ach, ja. Hoffentlich kommt er morgen. Du Barbara, ha? Barbara, sag einmal, der Bach, der bei uns da hinten vorbeifließt, ja. Fließt der eigentlich auch in Bachhausen vorbei? Freilich, darum heißt der Bachhausen, dumme Nuss. Aha. So, jetzt bleibst du zusammen und dann gehst du mir nach dem Kind. Du hast mir ein bisschen Arbeit helfen, gell? Ja, ich komm gleich. Das mit der Flaschen, das war gar keine so schlechte Idee. Vielleicht probiere ich das auch mal. Tja, warum nicht? Der ist ja schließlich und eklig ein Kaminkehrer. Und ein Kaminkehrer muss sich jeden Tag baden. Ja, das mache ich. Jawohl, die feinen Leute, die fangen es durch die Blume. Und ich sag's ja bald noch Flaschen. Du bist nur recht. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Ich war schon ganz verzweifelt. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber bitte schön, sitzen Sie ja nicht doch hin. Danke. Der Fuß herausrasten. Der Stadtleute hat das Barfuß geht nicht so gewohnt, gell? Da haben Sie einen Brotbeutel. Dankeschön. Hm? Na Gott sei Dank, dass Sie wenigstens meine wichtigsten Kleinigkeiten noch haben. Ja. Dann sagen Sie mal, wie kommen denn Sie ausgerechnet zu uns raus noch auf Hausen? Ja, ich war früher schon einmal da mit meiner Mutti. Aha. Und da habe ich mich an das nette Fleckerl erinnert. Und habe mir gedacht, da müsste es doch schön zum Baden sein. Das ist so ganz weit ab von der Straße. Und da hat man kein Autokrach und kein Motorradlärm. Wer denkt denn, dass da solche Gauner gibt, die Leute berauben? Ja. Naja, zum Glück ist wenigstens das Limo-Flaschli in meiner Nähe gelegen. Das hätte ich mir ja nicht einmal verständigen können. Ja, Fräulein, da hätte ich einen Kartei gefunden. Da kommt das ganze Jahr von unserem Dorf niemanden aus, gell? Barbara! Ja, was ist denn? Ja, komm recht. Was ist denn los, he? Ja, was ist denn das für eine Vogelscheide? Aber das ist das Fräulein, das ich eigenhändig geholt hab. Ach so, den mit den Limonadenflaschen. Ja, da hab ich echt die Zeit gehabt, Fräulein, ja, gell? Ich glaube, ich sonst hätte bald gar nichts mehr gesehen, gell? Ich hab ja schon nichts mehr gesehen, weil es schon finster geworden ist. Mei, Fräulein, haben Sie die ganzen Zehen abgestessen, weil sie so blutig sind, ha? Du siehst auch blutig, aber im Hirn. Nein, die sind bloß rot lackiert. Ja, dass man besser sieht, wo man hintreten muss, gell? Ja, so ungefähr. Ja. Sie, sagen Sie mal, kann die heute Nacht irgendwo schlafen? Aber freilich können Sie irgendwo schlafen. Barbara, nicht kein über mir drum in der guten Stumm, das geht ja für das Fräulein. Hab ich so gerade in der guten Stumm? Er soll vielleicht im Stall schlafen. Die kann doch bei mir auch schlafen. Geh weiter bei dir, du schnarchst ja wie der Kreisling. Okay. Wisst ihr was, ich mach gleich ein Licht drum und riech das bitte her, gell? Ja. Bin gleich wieder da. Ja. Ich bin so froh, dass ihr mich geholt habt. Ja. Wisst ihr, bloß unser Bauer, der ist rechts wieder. Ja, morgen früh, da ist er noch viel reichlicher. Okay. Den Eindruck habe ich aber nicht. Nein. Aber wir werden sowieso nicht lang gelistet. Wir werden natürlich versuchen, dass ich so schnell als möglich meine Kleider von zu Hause kriege. Ja, da tanzt sie ganz gut daran. Weil unser Bauer, der ist so zwider, also da ist kein Bleiben und kein Auskommen. Schauen Sie bloß so schnell wie möglich, dass sie rauskommen, sonst holt ihr da der Teufel. Der Teufel? Mhm. Der wird mich morgen auf alle Fälle holen. Geh, Fräulein, tanz bloß nicht freveln. Warum? Das ist der Einzige, der mir in dieser Lage helfen kann. Was? Der Teufel? Nein, der Herdteufel. Ja, um Gottes Willen. Sagen Sie mal, haben Sie vielleicht ein Briefpapier und ein Kuvert da, dass ich am Schreiben kann, wo ich bin? Und
Und dass er mich holen kommt. Der Teufel! Der wird mir direkt unheimlich. Ne? Das ist ein ganz guter Freund. Sie wissen es, da müsstest du bei einem Bauern fragen, ob der so ein Briefpapier hat. Also. So, das Peterl ist gemacht. Ach, ja, Dankeschön. Ja. Wo muss ich denn hin? Gleich die Treppen auf. Geradeaus hinter die zweite Türe links, gell? Und da warten sie dann, bis ich komme. Ja, gut. Dankeschön. Danke, Sauer. So, und du leist dem Freilein morgen einen Kranz von dir, gell, dass was zum Anziehen hat. Was von mir? Ja. Nein, also ihr das Stasio eins geben. Was? Und wer weiß, ob das saubere Freilein morgen überhaupt noch da ist in der Früh. Warum soll ich nicht mehr da sein? Vielleicht fahrt sie heute Nacht mit dem Besen durch den Kamin aus. Ah, hui! Sagen, Hanselbauer, das Gescheitste war, wenn die ganze Wirtschaft der Teufel holen darf. Na, ist auch nichts davon. Aber meine Ruhe hätte ich. Das kannst du billiger auch haben. Ja. Übergib den Hof. Was hab ich noch? Deine Ruhe. Ja, und das Gnadenbrot. Na ja, mein Lieber. Bei meiner Tochter hast du kein Gnadenbrot. Okay, hör mal auf. Du, eine bessere Schwiegertochter kriegst du nimmer. Hm. Jung ist sie, ja. Sauber ist sie, arbeiten kannst. Und der Holz hat's bei der Hütte. Na, Lieber, jetzt war ich mal Zeit, dass sie endlich einmal was rührt. Bei deiner Tochter? Na, bei dir. Also? Jetzt muss er mein Ent hergehen. Möcht wissen, wie ich droh bin. Wenn ich sagst ja, dann sagst du wieder nein. Ich sag halt auch nein. Ja, warum sagst du noch zuerst ja? Ja, möchtest denn du als Wittüber im Ausdruckshäusl allein sein? Ja, nachher heirat halt noch einmal. Was? Nachher hast du keine Unterhaltung. Mir war's ja gerade schön genug. Wer meinst denn, wer mich noch heiratet? Ja, grad nur! Pass einmal auf, du hast ein Geld. Und wenn man ein Geld hat, dann braucht man nicht schön sein, nicht gesund sein, nicht gescheit sein. Da gibt's genug gestandene Weiber. Ich will aber keine abgestandene. Und nachher nimmt er halt einen Junge, oder? Ja, schwer. Nachher musst du allerdings Lustbarkeitssteuer zahlen. Aber das spielt ja bei dir keine Rolle. Nein, aber du. Ich zahle mir an die anderen Steuern genug. Mhm. Ich sag Barbara, krieg jetzt hier mein Bier heute noch. Das ist doch zum Teufel mit den Weibern. So, Bauer, ich bin schon da. Ja. Da hast du jetzt dein Bier, gell? Okay? Ach ja. Nein, Bauer, nicht so gar, nicht so gar. Das muss ich erst anwärmen, das ist nämlich eiskalt. Was? Und es gibt nichts Gefährlicheres als ein kalter Trunk in den erhitzten Magen. Mein Gott, dabei bin ich ja immer Durst. Bin ja so schon ganz verweckt bei der Hitze. Ja, das sieht man. Nein, Bauer, ich hab so viel Hitzen in mir, dass das Bier sofort temperiert wird. Jetzt tut das Bier her. Oh! Seiten nochmal. Ja, pfui Teufel! Was denn? Das ist ja warm wie ein Froschweier. Mein Lieber, du musst ja 45 Grad Fieber haben. Nein, nein, Bauer, das ist kein Fieber, das sind meine Hitzen. Ja, geh, schau, dass du zum Teufel kommst. Ja, das tue ich schon. Im Fegefeier bin ich nämlich schon. Ja. Du unterhältst dich mit dem Teufel auch öfters als mit dem Herrgott. Ah, geh weiter, bei so einer Weiberwirtschaft muss ich doch den Teufel holen. Geh weiter, die Barbara, die sorgt sich doch recht um die. Ja, der hier ist ja ein Kini, mein Lieber. Die darf sich so lange sorgen, bis sie versorgt wird. Du, die, war du gleich was in der Austragshäusel rein, hä? Meinst du mit der Blätter? Na wo? Bist du noch gut beieinander? Was? Ein Hützen hat's auch. Ja. Du, da sparst dir im Winter einen Haufen Holz. Naja, wenn's auch kein neues Spielzeug mehr ist, aber bei dir kann es sein, dass es noch einen Ableger von dir gibt. Dann lieber lass mich auch vom Teufel holen. Das besorgt nachher schon die Barbara. Ja. Da hab ich gar keine Angst. Mhm. Also, was ist jetzt? Sind wir uns einig? Na, bestell ich gleich Hochzeit. Ich sag nicht ja und sag nicht nein. Was sagst du da? Ich kann dir heute nicht sagen. Ah. Du, Vater.
Gib mir mal einen Zündschlüssel vom Traktor. Was möchtest du heute noch mit dem Traktor? Oh, das Fassel mit dem Odel fällt nur schnell hinaus. Das kann man doch bei der Hitze nicht stehen lassen. Da wird's gestinkert. Er hat doch die Straße heute schon ausgefahren. Nein, das ist nicht gut möglich, weil es noch draußen steht. Ja, sie lesen, die wird doch nicht. Ja, der spielt ja Stange gerade. Ja, das fällt jetzt schon gar nicht mehr auf. Na, Schwiegervater, wie steht's jetzt? Oh, da wird was haben mit Schwiegervater. Ja, tut der Vater noch nichts dergleichen zum Übergeben? Mein Lieber, das ist ein ganzer Dickschädler, der. Allerweil ausziehen und vertrösten. Wenn's meinst, du hast ihn, nachher ist er dir schon wieder durch die Finger, wie ein Fisch. Mei, bis der mir übergibt, aber bin ich nicht mehr heiratsfähig. Na ja, wart nur, Magnus, den bearbeite ich schon so lang, bis er ans Tun wird. Na, das erlebst du nicht, dass mein Vater was zu tun wird. Wo ist denn die Stase, dieses Regimentsrindfisch? Na, die muss jeden Augenblick mit der Westen vorkommen. Warum? Die fangen von mir eine, dass der Teufel holt. Jetzt hat er endlich wieder einen Grund, seinen Schutzpatron anzurufen. Ja, soll ich bei sowas vielleicht sagen, lieber Gott, ich danke dir. Ja, was hat's denn gegeben, Vater? Ja, was? Fahrt dieses Rindfisch nicht mit dem Wasserfassel zum Blumenkirsten auf die Wiesen aus und das Odelfassel lässt stehen bei der Hitze. Soll ich da nicht den Teufel reinfahren? Ja, der wird jetzt in den Odelfassel reinfahren, dass er recht stinkt und ich nachher kein Teufel mehr rühren kann. Ach, geh du mit deinen blöden Witzen, ich weiß. Ja, da kommt's ja schon gerade. Stasi, geh mal rein da! Mein Lieber. Da geht doch, kann doch die Straße nichts dafür. Hätte ich halt zuerst sagen sollen, was für ein Fassel nehmen soll. Ja, das sag ich auch. Ja, sag ich. Und, was gibt's? Der Teufel soll dich holen, wie es gehst und stehst. Das ist nichts Neues. Ja. Warum? Was ist denn los? Was hast denn du heute auf die Wiesen rausgefahren? Ein Odel, wie du mir's auch geschafft hast. Ein Dreck hast du rausgefahren. Na also, hab ich dir doch rausgefahren. Außerdem werde ich wissen, was ich rausgefahren habe. Nix weißt du. Weißt du, was du rausgefahren hast? Was denn? Das Wasserfassel, das du zu den Kierbringer hast sollen. Das Wasser? Ja. Sei froh, dass ich nicht ein Odel zu den Kier zum Saufen gebracht habe. Du nicht so blöd daherreden, du hast die. Moment einmal, gell? Sollst du fein mit mir ein bisschen sozialer reden? Was? Sonst werde ich nämlich landflüchtig. Geh zum Teufel. Da brauch ich nicht gehen, da bin ich schon. Hä? Aber nimmer lang, dass das weißt. Du oberbayerischer Tarzan! Das hab ich doch nicht gehofft. So was musst du anhören, hä? Das haben wir schon wohl gehört. Tarzan! Herr des Dschungels! Ich mag jetzt nicht mehr. Weißt du was, Magnus? Morgen fahren wir in die Stadt zum Notar. Dann übergebe ich dir den Hof. Dann kannst dich du ärgern mit der Bande. Ja, das hast du aber schon oft gesagt. Und mir ist was draus geworden. Aber diesmal ist es mir ernst. Beim Notar habe ich schon alles geregelt. Brauchst nur noch unterschreiben, wenn du mit meinen Bedingungen einverstanden bist. Und der Teufel soll mich holen, wenn es nicht wahr ist. Vater, du kriegst von mir einen Austrag, dass du überall damit sehen lassen kannst. Und eine saubere Hochzeiterin legen wir da auch noch rein ins Bett. Ich brauch keine Hochzeiterin. Ich hab nur von den Teufelsweibern. Gut, das ist ja schneller gegangen, als ich mir gedacht hab. Jetzt bestell ich gleich die Hochzeit, dass ich nicht mehr zurück kann. Na gut, ich komm halt auf Nacht rüber zu euch, gell? Jawohl. Barbara! Ja? Geh weiter, bring mir ein Handtuch. Ich hab mich jetzt umfassen, jetzt klang's mir aber, gell? Ja, was ist denn los, Stasi? Und da brauchst du fragen, dein Vater. Jetzt hat er mir einen Rempler gegeben, dass ich bald im Brunnen nicht gefallen war. Dafür kriegst du jetzt von mir ein großes Trostpflaster. Warum? Ja, weil sich mein Vater mit dir so geärgert hat, dass er morgen zum Notar fährt und mir den Hof übergibt. Wirklich? Ja. Gut, dann bleib ich wieder da. Aber das sag ich gleich. Den Rippler, den muss er mir büßen, der Gläufe. Dafür kriegst du jetzt was. Nicht so praktisch. Also so was Blödes gibt's auch bloß in meinem Haus. Nicht so klar ist das. So. Habe ich gleich ein paar mehr Flaschen hergekriegt. Weil bei der Post, da weiß man es nie, ob auch wenn ich gewischt. So, habe ich so ein schönes Briefel geschrieben. Ich freue mich schon auf die Nürnberger Puzzle.
Vielleicht kannst du schon morgen kommen. Da hätte ich nämlich ganz viel Zeit zum Nürnberger Busseln. So, nein damit. Und jetzt ganz schnell im Bauch rein. Denn umso schneller das im Bauch sind, umso schneller fühlt er, umso schneller ist er wieder da. Großzeit, ah, da ist er ja. Die Badetasche hat sich so gebracht. Weibliche Kleinigkeiten sind da drin. Mal schauen, was so alles dabei hat. Da ist einmal ein Handtuch, das kenne ich auch. Was haben wir noch? Ich auch die Kolumne. Ein Parfüm sehen. Was haben wir da? Schneidstiefel. Oh! Ja, was ist das? Das ist eine weibliche Kleinigkeit. Jesus, wenn ich mir vorstelle, dass die da drin steckt. Schön, was haben wir da? Sonnenbrille. Sonnenbrille habe ich noch nie aufgehabt. Mal schauen, wie sowas ausschaut. Schau ich aus wie ein Playboy. So, ich schwimme schon. Wer schwimmt schon? Ich hab mir gekostet, dass du das Schränker. Ich bin doch nicht so. Du, pass auf, du leist mir an den Fräulein dein schönes Dirndl gewandt, gell? Was denn für ein Fräulein? Das wirst du dann schon sehen. Sag mal, warum ist jetzt auf einmal so finster? Also. Gell? Es ist ein Licht aufgegangen. Fräulein, was wollt denn der mit meinem Dirndl? Barbara, geh mal raus da. Was ist denn da los? Was ist denn dieses Fräulein schon da, das der Bauer mit dem Mantel zuerst geholt hat? Die ist schon auf mit ihm. Ehrlich? Fräulein. Du, ist das ein Junge, ein Sauberne? Selbstverständlich ist es eine Junge und eine Sauberne. Es ist blöd gelaufen. Saubrig. Ich sag's ja. Wenn man jung ist und sauber ist, dann hat man's Glück. Ja, da hast du keine Probleme. Schade! Ja! Oh mein Gott, dauernd! Was will ich denn eigentlich auf die eigene? Was ist denn schon wieder los? Ich möchte bloß wissen, was der in der Nacht noch da drum will. Barbara, Barbara, mein Lehrer, da musst du ganz aufpassen. Womit ist da heute Nacht noch der Teufel los? Also bin ich unterwegs. Was ist jetzt? Jeder muss ich. Ha? Ja, ich wollte nichts, aber für Sie muss ich morgen einen Brief aufgeben bei der Post. So, an wen hat's den geschrieben? Weiß ich nicht, hab's nicht gelesen. Nieder? Nein. Na, schau mal nochmal die Adresse. Ui. Was denn? Die schreibt am Teufel. Nein. Ja, wie das so. Also, ich glaub, die spinnt. Da lese mal. Herr Teufel, München, Höllentalstraße 13. Na, die verbrenne ich! Los, ich mach ich nicht schon. Und wenn der Teufel auf Stelzen kommt, lass er mich nicht zwingen. Vom Zwinger ist korrekt, aber was man verspricht, soll man halten. Ich hab nichts versprochen. Hast du mir nicht vorgestern versprochen, du fährst zum Notar und übergibst mir den Hof? Aber bis heute hast du nichts dergleichen gemacht. Weil ich mir's wieder anders überlegt hab. Das ganze Dorf weiß doch schon, dass in 6 Wochen Hochzeit ist. Was meinst du, was der Handelbauer dazu sagt? Der hat die Hochzeit doch schon festgelegt. Nein, man darf halt nicht so voreilig sein, nicht? Über Nacht hat sich schon manches geändert. Ich möchte nur wissen, warum dich auf einmal anders besonnen hast. Weil mir gestern jemand gesagt hat, dass ich noch ein sehr rüstiger Bauer bin. Dass man mir mein Alter bei Weitem noch nicht ansieht. Und dass ich für den Ausdruck noch viel zu jung bin. Aha, kenn ich schon aus. Jetzt musst du bloß noch sagen, dass du das Heiraten im Sinn hast. Das kannst du unter Umständen noch erwarten. Ich sag's ja, wenn der Teufel ein Unglück ins Haus bringt, schickt er jetzt mal ein Weibsbrüder als Vorreiter. Du tust doch nicht so mit dem Teufel immer noch anschmeißen, das mag ich nicht. Das Vorrecht, das scheinbar nur du allein. Ich lass mir keine Vorschriften machen. Was ich dir sag? Ich... Wo? Ach, was? Was? Also, das ist doch zum Teufel holen, ha? Wir fressen die Kinder heute noch sein. Gibt's denn sowas auch? Guten Morgen. Oh, ja, guten Morgen. Ja, ist schon ein bisschen später, guten Morgen, gell? Wir freuen uns schon aufs Abendessen. Ja. Aber fest schauen Sie aus, mein Lieber, mein Lieber. Sie gaben eine schneidige Bäuerin ab.
Ja, aber nur schneidig. Weil von einer Bäuerin hätte ich keine Ahnung. Oh, sowas kommt oft schneller, wie man meint. Oder haben Sie kein Interesse an der Landwirtschaft? Ja, ja, sogar sehr großes. Ja. Stell mir das wunderschön vor. Das Vieh und die gesunde Luft. Oh. Und in meinem Freien arbeiten. Aber Berg und Tal kommen heute nicht zusammen. Oh, wir kommen schon zusammen, der Berg und der Ochs. Der Berg und der Karl, meine ich natürlich. Ja, wir passen denn eigentlich das Gewand von der Stasi? Ach, ziemlich gut. Ja. Bloß die Schuhe passen mir nicht. Oh, das macht nichts. Sie gefallen mir in die Pantoffeln auch ganz gut. Dass auf meinen Brief noch keine Antwort gekommen ist. Das pressiert überhaupt nicht. Von mir aus können Sie den ganzen Sommer da bleiben. Ohne Kleider. Natürlich. Ihr müsstet unbedingt telefonieren. Kann man da überhaupt telefonieren? Teile, am Postamt unten. Ah ja. Wissen Sie was, ich gehe gleich mit. Mhm. Dann gehen wir ein bisschen hinten rum, wo uns niemand sieht. Wir könnten aber auch warten, bis Nacht wird. Gehen wir lieber gleich. Gehen wir lieber gleich, ja, mir ist gleich. So ein Spaziergang macht Appetit auf eine Bäuerin, gell? Da bleibt aber der Schnobi sauber. Ja, was? Wirklich ein Kreuz. Ich träume bloß noch von diesen Kaminkehrer. Ich sehe nur noch schwarz. Und Bierflaschen habe ich auch keine mehr daheim, weil ich schon alle im Bauch reingeschmissen habe. Herrschaftszeiten, eine muss er doch endlich finden. Das Kind. Jetzt kommt er. Ja, herein. Grüß Gott. Du bist es bloß. So wie dir habe ich keine ganze Arbeit liegen lassen und bin gleich zur Tür gerannt. Das hätt's nicht braucht. Das hat's schon braucht. Da, schau her. Was kommt mir? Pass einmal auf. Hä? Die Dummheit, die du vorgestern gemacht hast, die war sehr gut. Sonst hätte der Höllenreiter nicht so früh übergeben. Aber was du nachher gemacht hast, das hat mir meinen Kopf zerbrochen. Darum habe ich ihn eingewickelt, damit ich die Scherben nicht verliere. Also ich hab nichts Unrechts, du. Ja, das kann schon sein. Aber bei mir sind die Unrechten kommen. Das verstehe ich nicht. Ja, das wirst du gleich verstehen. Das besser mehr auf. Mein Alte war vorgestern am Bach drunter. Beim Baden? In dem Alter, wo mein Alte ist, baut man sie nicht mehr. Sie hat die Wasch geschwenkt. Da sitzt am Steg eine Bierflasche im Bachschlamm drin hängen, ne? Neugierig, wie die Weiber sind, geht sie, zieht die Flaschen aus, sieht, dass in ihrer Flasche ein Zettel drin ist, liest den Zettel und legt ihn bei mir beim Essen am Tisch hin. Weil sie gemeint hat, die Nachricht ist für mich. Und Gottes Willen, wer hat denn das Ding erkennen? Zum Ding bin ich gar nicht mehr gekommen. Mein Alte steht vor mir, den Arm mit der Flasche in der Hand. Ich will mit dem Kopf auf Tee und renn an die Flaschen hin. Bums. Mein Alte hat sich gleich in der Kammer eingesperrt. Warum das? Ich glaube, sie hat sich für Beerdigung schwarz angezogen. Und ich bin gleich zur Tür rübergerannt und bitte dich, mach in Zukunft dein Post am Landweg und nicht auf dem Wasserweg. Ich hab zwar einen harten Schädel, aber das Bier, das steigt mir doch schon langsam in den Kopf, wenn auch in der Flasche gar nichts drin war. Du hast einfach so eine blöde Idee gekommen. Nein, ich hab's ja bloß der städtischen nachgemacht. Dann geh ich endlich einmal raus und tue für was arbeiten. Ja, ich hab doch mal Lass gemacht. Ja, ich bin ja bloß zwei Minuten da. Geh weiter, schwing dich. Ich verzeih dir danach, wie es hergekommen ist, gell? Ja, ich bin ja schon unterwegs. Sklaventreiber. Sag mal, hast du einen Unfall gehabt, weil du den Kopf gebunden hast? Mein Alte hat einen Rechen so blöd hingestellt, dass ich draufgetreten bin. Oh, ich danke dir. Mein Lieber, da meine ich, wirst du dir einen Krach gemacht haben, hä? Mein Alte hat einen Rechenfehler gemacht. Ach so. Aber das kommt in der besten Familie vor. Ja, ja. Du sag mal, was willst du denn jetzt bei uns da? Ja, wegen der Hochzeit bin ich da, nicht? Da schaut schlecht aus. Hm? Wieso, du warst gut? Hanselbauer, du darfst mich nicht verraten, gell? Unser Bauer will nicht übergeben. Der hat sich das anders überlegt, seitdem wir die städtische Hex im Haus haben, die mit dem Teufel in schriftlicher Verbindung ist. Okay, das stimme ich nicht an. Wie sind Sie der gekommen?
Vorgestern war unser Magnus beim Baden. Und da hat er die Flaschen aus dem Bach rausgefischt. Und da war ein Zettel drin von der städtischen. Und da hat sie geschrieben, dass die Bach aufwärts beim Baden ist und eingeschlafen hat. Und dabei haben sie ihr die ganzen Kleider gestohlen. Und jetzt möchte sie doch bitte jemand abholen. Da ist ja weiter nichts dabei. Da war freilich nichts dabei. Aber die hat ja unseren Bauern total bläng-bläng gemacht. Der will dieses Frauenzimmer heiraten. Und darum will ich auch nicht übergeben. Ist sie Junge? Ja, mein, ein paar Jahre singen wir. Wer hat denn die Welt schon sowas gesehen? Ja. Der Höllretter, der kommt von seinem Wort nicht mehr zurück. Ach, der war ja lustig. Aha. Ja, sowas. Sie haben die Hochzeit schon laden lassen. Das werde ich ihm schon klar machen. Und auch dem sauberen Stadtfräulein. Hanselbauer, es darf nicht mehr auslassen. Ach. Unser Bauer ist nämlich jetzt zu allem fähig. Du, jetzt kümmert schon dazu, gell? Hanselbauer, ja nicht auslassen. Ja. Ich habe in meinem Leben noch keine Fliege was da, aber die ist mit Backis, die Kreuzspinne. Gott? Ja, müssen Sie mir einmal genau anschauen, Sie. Fräulein, Sie. Ja, Hanselbauer. Ist das eine Überraschung? Wieso denn? Wieso denn? Okay, sag bloß, du kennst mich nicht mehr. Ich bin doch die Hilde. Ja, die kleine Hilde von der Frau Studienrat. Wir haben doch bei dir mit Ärztin geholt. Ja, Erik. Du bist die Hilde. Hilde. Herrgott. Bist du gewachsen? Da kann ich den Höllreiter schon verstehen, dass er gleich Gewichtsstörungen kriegt. Und ich wollte gerade abschimpfen. Okay, das bringt doch der Hanselbauer gar nicht fertig. Ach, du darfst dich da. Ja? Ich kann fürchterlich werden, wenn meine Alte nicht da ist. Du, wie geht's denn der Hanselbauerin? Sehr gut. Die ist doch bei vollen Kräften. Hast du Kopfweh? Nur vorübergehen. Oh, das tut mir aber leid. Du, aber, jetzt sag einmal, wieso wolltest du mich ausschütteln? Ja, weil du und alle im Schuld bist und mir meine Pläne durchkreuzt hast, nicht? Ich? Pass auf. Wie du zum Höllreiter gekommen bist, das habe ich schon erfahren. Mhm. Und ich habe ja erfahren, dass du einem Bauern einen Koffer so vertraut hast, dass er dich heiraten möchte. Deswegen will er nicht übergeben, und mein Dirndl und sein Bub, die können nicht heiraten. Okay, das stimmt doch alles gar nicht. Hm? Oh mein, wenn der Absichten auf mich hat, dann bin ich eine ganz große Enttäuschung bei ihm. Hm? Und zu deiner Beruhigung kann ich dir sagen, dass ich bereits verheiratet bin. Hm? Ja? Ich habe gerade vorher mit meinem Mann telefoniert. Ja, und vorgestern habe ich ihm geschrieben, dass er mich holen soll, sobald er Zeit hat. Hast du geschrieben? Ja. Sag mal, wie heißt denn du? Du wirst lachen, aber ich habe jetzt einen höllischen Namen. Ich heiße Teufel. Hm? Ja? Ich war weg! Warum hat die Barbara vorhin gesagt, du stehst mit dem Teufel im Briefwechsel? Stimmt auffallend. Aber du, wenn du durch mich da Ärger geben sollst, dann verlass ich sofort das Haus. Du, dann geh nur gleich mit mir zu meiner Alten, dann wird die auch wieder versöhnlicher. Na, Hanselbauer, ich möchte noch nicht weg, weißt du? Weil vielleicht kommt mein Mann doch noch heute. Du glaubst doch nicht, wie mich das gefreut. Was denn? Erstens, dass die der Teufel wollt. Und zweitens, und hauptsächlich, weil dem Balzen, den Höllreuter, die Federn ausgingen. Der Tarzan in der Mause! Lass noch ein bisschen an der Angel zappeln. Du machst zwei Menschen glücklich. Aber auf einen Sprung kommst du noch bei mir vorbei. Ne? Herrgott, sag's und ich, bist du eine fesche Teufeline? Ich will dich halt erinnern, dass du verheiratet bist, gell? Du hast dich an was ganz anderes erinnern, ist voll gescheiter. Also, auf Wiedersehen, Hanselbauer. Was? Woher kennt ihr euch denn hier? Die habe ich schon kennt, da warten wir gar nicht auf der Welt. Ja. Ja, und was willst du bei mir? Wegen der Hochzeit wollte ich schauen. Wie viele Gäste soll man laden?
Was hast du denn da am Hirn? Eine Biene hat mich bissen. Eine Biene. Was meinst du, wie mir geht das in meinem Laden? Ja, das pressiert noch nicht. Also. Du machst schon gut. Die 5 Uhr sind gleich vorbei. Ich will dir was sagen, Heinzel da. Ich hab mir's wieder anders überlegt. Ach, du warst recht. Ich spiel doch dir keinen auf. Ja, mein, ich bin mir einfach noch zu jung für einen Ausdruck. Wenn ich die richtige Bayerin hab, mach ich's leicht nur 10 Jahre. Die wirst aber du nicht so schnell finden. Das ist ja für mich keine Angst. Vielleicht die Hilde. Kann schon sein. Geh weiter. Was willst denn du mit so einem jungen Mädel? Ja. Du bist doch schon in dem Alter, wo man Weichspeisen essen muss. Wenn man da Geld hat, ist alles möglich. Hast du selber gesagt? Ich wollte was sagen. Die halt der Teufel. Wer halt die? Der Herr der Teufel. Wieso sagst du jetzt da Herr? Weil ich ein gebildeter Mensch bin. Ich garantiere dir, dass die morgen der Teufel halt. Merkt